So, liebe Kolleginnen und Kollegen, meine Damen, meine Herren, ich begrüße auch die Zuschauer in den zugeschalteten Sendeanstalten. Ich darf Sie alle recht herzlich zur 50. Sitzung des Ausschusses für Verkehr und digitale Infrastruktur der öffentlichen Anhörung herzlich begrüßen. Wir haben zwei Anträge heute, um die es gehen soll. Zum einen den Antrag der Fraktion Bündnis 90 Die Grünen, das Straßenverkehrsrecht reformieren, Straßenverkehrsordnung Fahrrad- und Fußverkehrsfreundlich anpassen, auf Drucksache 19-8980 und schließlich die Novellierung der Straßenverkehrsordnung in Selbstbefassung 19-15SB-092. Vor allem aber darf ich erstmal unsere Referentinnen und Referenten herzlich begrüßen. Seien Sie uns herzlich willkommen als Sachverständige. Ich mache alle Namen zusammen, dann geht es ein bisschen schneller. Sie sehen es mir nach. Herrn Tillmann Bracher vom Deutschen Institut für Urbanistik, dort Bereichsleiter für Mobilität und Infrastruktur. Herrn Professor Dr. Michael Brenner, Inhaber des Lehrstuhls für deutsches und europäisches Verfassungs- und Verwaltungsrecht an der Friedrich-Schiller-Universität in Jena. Herrn Siegfried Brockmann, Leiter der Unfallforschung beim Gesamtverband der deutschen Versicherungswirtschaft. Frau Isabel Eberlein, Mitglied des Vorstands von Changing Cities. Frau Kerstin Hurek, Leiterin des Bereichs Verkehrspolitik beim ACE, also Autoclub Europa. Herrn Christian Kellner, Hauptgeschäftsführer des Deutschen Verkehrssicherheitsrates. Herrn Dr. Markus Scheppe vom Allgemeinen Deutschen Automobilclub, dort Leiter der juristischen Zentrale. Herrn Andreas Kupin, technischer Leiter beim DEKRA. Und schließlich Herrn Burkhard Storck, Bundesgeschäftsführer des Allgemeinen Deutschen Fahrradsclubs. Nochmal herzlich willkommen. Ich möchte den Sachverständigen bei der Gelegenheit auch dafür danken, dass sie schriftliche Stellungnahmen eingereicht haben. Diese wurden als Ausschussdrucksache 19-15268 A bis E verteilt. Sie liegen heute aus und sind auf der Internetseite des Deutschen Bundestages abrufbar. Jetzt noch einige kurze technische Hinweise zum Ablauf unserer Anhörung, wie das Verfahren läuft. Die Kolleginnen und Kollegen kennen das, aber vielleicht für die einen oder anderen Sachverständigen nochmal und für die Zuschauer. Wir haben uns darauf verständigt, es gibt keine Eingangsstatements der Sachverständigen. Vielen Dank schon mal dafür. Die Anhörung gliedert sich in Frage- und Antwortrunden. In jeder Fragerunde können die Ausschussmitglieder, die sich zu Wort melden, bis zu zwei Fragen stellen. Bis zu zwei heißt, es kann auch eine sein, aber nicht drei oder vier. Und die Fragesteller können außerdem in einer Fragerunde höchstens zwei Sachverständige befragen. Also man kann die Zahl der Fragen dadurch nicht multiplizieren, dass man alle fragt. Aufgrund eines Beschlusses des Ausschusses bitte ich die Fragesteller, sich auf eine Redezeit von 3 Minuten zu beschränken. Als Hilfestellung haben wir hier oben die Uhr, den Monitor, die Deckenampel. Nach der Fragerunde beschließt sich die Antwortrunde der Sachverständigen an. Ich bitte Sie, liebe Sachverständigen, sich vielleicht die an Sie gerichteten Fragen zu notieren und dann in der Antwortrunde en bloc zu beantworten. Ich werde Sie dann jeweils gesondert ansprechen und zur Beantwortung auffordern der an Sie gerichteten Fragen. Die Sachverständigen bitte ich, sich pro Frage auf 5 Minuten Antwortzeit einzustellen, damit möglichst viele Fragen gestellt und beantwortet werden können. Das heißt also konkret, wenn Sie 3 Fragen bekommen, dann haben Sie maximal 15 Minuten, also 5 Minuten pro Frage. Das heißt allerdings nicht, dass Sie die 15 Minuten dann ausschöpfen müssen. Auch Sie haben die Möglichkeit, das gerne kompakter zu beantworten. Möglicherweise sind ja Fragen in einem ähnlichen Sachgebiet. Das Gleiche gilt übrigens auch für die Fragesteller und Fragestellerinnen. Wir gehen von einem Zeitrahmen von etwa 2 Stunden aus. Ich muss das jetzt leider einschränken, da wir um 1 Uhr ja Plenum haben. Und Sie wissen, die Auflage unseres Präsidenten ist, dass wir da fertig sein müssen. Also ist es nur noch 1 Stunde 45 Minuten. Bitte da um Nachsicht, weil die Sitzung davor leider länger gedauert hat. Wir haben vereinbart 2 Frage- und Antwortrunden, also gerne etwas kompakt. Von der öffentlichen Anhörung wird das Ausschusssekretariat, wie üblich bei unseren öffentlichen Anhörungen, ein Wortprotokoll erstellen, das nachher allen Interessierten im Internet zugänglich wird. Und wie Sie an den aufgebauten Kameras vermuten können, wird das Parlamentsfernsehen live übertragen. Das ist später in der Mediathek des Deutschen Bundestages abrufbar über Internet. Wir fangen gleich an mit der ersten Fragerunde.
Für die Fraktion der CDU-CSU, Herr Kollege Sturjohann, Sie haben das Wort, bitte. Sehr geehrter Herr Vorsitzender, herzlichen Dank für die Einführung. Sehr geehrte Expertinnen und Experten, herzlichen Dank für Ihre Bereitschaft, uns zur Verfügung zu stehen. Ich glaube, es ist ein wichtiger Tag heute, denn wir wollen neue Impulse setzen für den Radverkehr. Und da hat das Ministerium einen weitreichenden Vorschlag gemacht. Dennoch gibt es natürlich hohen Diskussionsbedarf. Und das möchte ich gerne mit meinen Fragen auch klären. Ich habe eine Frage an den ADAC, Dr. Schäpe. Können Sie, Sie haben Bedenken zum Halten in der zweiten Reihe an sogenannten Schutzstreifen und dass Sie da mal Ihre Bedenken aus Sicht der Autofahrer erörtern und ob Sie eventuell auch Lösungsvorschläge hätten für den Lieferverkehr. Das wäre die eine Frage. Und damit es dann ausgewogen bleibt, an den ADFC, Herrn Storck. Sie äußern in Ihrer Stellungnahme eine Verschlechterung für das Thema Abstellen gegen Parken von Fahrrädern und Lastenrädern. Könnten Sie auch da Ihre Bedenken äußern und erläutern? Denn normalerweise, wenn ich ein Auto abstelle am Fahrbahnrand, dann muss der Fahrradfahrer da rumfahren. Und wenn ich da ein Lastenrad hinstelle, muss der Fahrradfahrer auch da rumfahren. Dann muss es ja, Sie sind sicherlich dafür, dass wir mehr Halte- und Parkverbote für Autofahrer machen. Aber nun sind Sie dafür, dass wir für Lastenfahrräder Ausnahmen machen, dass Sie da mal drauf eingehen. Dankeschön. Vielen Dank. Dann machen wir gleich weiter mit Dr. Spaniel, glaube ich, wenn ich es richtig notiert habe, für die AfD-Fraktion. Bitte. Ja, ich würde gerne den Herrn Bruckmann fragen. Wir haben ja gesehen in diesem Paket, dass das Verkehrsministerium einige Punkte übernommen hat. Wir würden uns jetzt aus dem Antrag der Grünen, wir würden uns jetzt interessieren dafür, ob es die richtigen Punkte waren. Zum Beispiel ist das Nebeneinanderfahren von Radfahrern oder das zulässige Abbiegen an roten Ampeln, Stichwort grüner Pfeil, ist das wirklich ein Beitrag zu mehr Verkehrssicherheit? Und was wären denn aus Ihrer Sicht die wichtigsten Maßnahmen zur Steigerung der Verkehrssicherheit? Und die zweite Frage, die wir haben, ist, wie beurteilen Sie denn die Problematik, dass künftig Lkw mit Schrittgeschwindigkeit abbiegen müssen, gleichzeitig aber Radfahrern weiterhin erlaubt ist, an wartenden oder langsam fahrenden Fahrzeugen, zum Beispiel vor roten Ampeln, sich ohne irgendwelche Sicherheitsabstände vorbeizuschlängeln? Das sehen wir zum Beispiel kritisch. Da würde mich mal Ihre Meinung zu interessieren. Fertig, danke sehr. Ja. Kollege Stein, bitte für die SPD-Fraktion. Ja, ich freue mich auch, dass wir die Anhörung haben und dass wir den Radverkehr deutlich mit diesen Vorschlägen voranbringen. Und ich finde auch gut, dass das Ministerium da einen ersten Aufschlag gemacht hat. Und hätte da zwei unterschiedliche Fragen an Experten. Einmal geht es an Herrn Kellner, Deutscher Verkehrssicherheitsrat oder DVR. Und zwar eine Tempo-30-Regelung. Wir haben ja in Städten zurzeit das Problem, dass wir sehr stückweise Tempo-30-Regelungen haben an Kindertagesstätten, an Schulen, an anderen. Und es wird ja von verschiedenen auch gefordert, dass das vielleicht auch umzukehren ist, dass man sagt, die Regelgeschwindigkeit innerorts ist 30 und die Ausnahme ist 50. Oder aber auch den Kommunen dort mehr Spielraum zu geben, weil im Rahmen der Straßenverkehrsordnung haben die Kommunen ja innerhalb der kommunalen Selbstverwaltung wenig Verantwortung, sondern tun das in der Regel in Ausführung des Bundes. Das würde mich interessieren. Und dann eine Frage an den ACE. Es gab ja vom BMVI ein Modellprojekt zu Schutzstreifen außenorts für Fahrräder. Und nach unserem Kenntnisstand ist das durchaus auch erfolgreich abgelaufen, auch was die Frage Verkehrssicherheit und auch Tempo auf Landstraßen anbelangt. Und da würde mich mal Ihre Position dazu interessieren. Danke sehr. Dr. Jung für die FDP-Fraktion, bitte. Vielen Dank, Herr Vorsitzender. Ich bin sehr froh, dass wir uns heute hier treffen, weil natürlich auch alle Initiativen zu begrüßen sind, um die Sicherheit im Straßenverkehr und auch besonders im Radverkehr zu erhöhen. Und in diesem Zusammenhang ist natürlich auch immer die Frage, wie man insgesamt Kenntnisse über Verkehrssituationen noch verbessern kann. Deswegen war ja immer in den vergangenen Monaten auch die Diskussion, wie man das zum Beispiel so durch eine Wiederauflage der Fernsehsendung Der siebte Sinn auch sowas in die breite Gesellschaft und alle Altersgruppen bringen kann. Und deswegen auch meine erste Frage
an Herrn Skupin von der DEKRA. Sie haben ja von der DEKRA auch in den vergangenen Jahren immer wieder auch bei Veranstaltungen, auch mit Abgeordneten hier in Berlin, auch das Thema im Rechtsabbiegen von Fahrrad, also Rechtsüberholen von Fahrradfahrern angesprochen bei LKWs. Es gibt da teilweise akrobatische Aktionen, die man auch immer wieder selbst im Straßenverkehr auch beobachten kann, wenn man selbst auch als Fahrradfahrer unterwegs ist. Und deswegen die Frage, können Sie uns Risiken und Gefahren nennen, die derzeit im Zusammenhang mit dem Paragraphen 5 Absatz 8 der Straßenverkehrsordnung auftreten und wie kann man diese Gefahren jetzt am besten begegnen? Das wäre die erste Frage. Und die zweite Frage auch wiederum an den Herrn Skupin, wie es insgesamt, was Sie denken, wie man insgesamt die besten Ansätze hier in diesem Zusammenhang machen kann, damit es zu weniger Abbiegeunfällen kommt. Was sind da Ihre Lösungsvorschläge von der DEKRA? Danke sehr. Frau Kollegin Leidig, bitte für die Linke. Ja, ich möchte vorausschicken, dass wir froh sind, dass sich etwas tut zur Verbesserung der Situation von Fahrradfahrenden auf unseren Straßen. Und ich glaube, dass nicht unwesentlich dazu beigetragen hat, dass es auch eine Bewegung gibt in vielen Kommunen, in denen sich Fahrradfahrerinnen und Fahrradfahrer sozusagen für ihre Rechte auch viel stärker einsetzen. Deshalb freue ich mich auch, dass mit Frau Eberlein eine kompetente Person hier in der Runde ist, die diese Perspektive mitbringt. Wir begrüßen die Veränderungen, die das Ministerium vorschlägt, was die Fahrradfahrenden angeht. Wir begrüßen auch den Antrag der Grünen. Aber ich möchte sagen, dass aus unserer Sicht die Diskussion weit mehr umfassen muss. Wir brauchen eine grundlegende Änderung der Weichenstellung im Verkehr, denn bisher ist es nach wie vor so, dass sozusagen die Flüssigkeit des Autoverkehrs an erster Stelle steht und dass die Straßenverkehrsordnung eben tatsächlich dem motorisierten Straßenverkehr dient. Und wir sind der Meinung, dass wir stattdessen so etwas brauchen wie eine Straßenbenutzungsordnung, in der deutlich wird, dass alle gleichermaßen berechtigt sind, die Straßen zu nutzen, auch wenn sie kein motorisiertes Fahrzeug unter sich haben. Also das möchte ich vorwegschicken. Und jetzt habe ich zwei Fragen, die ich auch tatsächlich an Frau Eberlein richten möchte. Die erste ist, was aus Ihrer Sicht sozusagen wesentliche Veränderungen des bestehenden Verkehrsrechts wären, um dieser Perspektive einer sozial-ökologischen Verkehrswende zum Durchbruch zu verhelfen oder die zu unterstützen, denn es geht ja um weit mehr als um die Verkehrssicherheit. Das ist ein wesentlicher Aspekt, aber nicht der einzige. Und die zweite Frage ist, was sozusagen jenseits dieser ganz großen Perspektive konkret die wichtigsten Hebel wären jetzt, um den Umweltverbund, also Fuß-, Fahrrad- und auch öffentlichen Nahverkehr zu begünstigen und voranzubringen. Vielen Dank für die Fraktion Bündnis 90 Die Grünen. Kollege Gelper. Ja, vielen Dank, Herr Vorsitzender. Erstmal freut es mich, dass wir hier als Parlament uns zu einer Anhörung verständigt haben, hier zur Straßenverkehrsordnung. Wir wissen alle, dass die Verordnungen von der Bundesregierung zu erlassen sind, aber ich glaube, es war richtig und wichtig, dass wir als Bundestag da auch unser Statement, unseren Druck hier damit reingeben, weil da muss was passieren. Deswegen haben wir uns auch zu diesem Antrag als Bündnis 90 Die Grünen entschlossen. Wir wissen alle, eigentlich sollte zu Pfingsten schon die Verordnung als Entwurf vorliegen. Wir haben jetzt fast Oktober. Punkt. Ich will jetzt nicht unseren Antrag skizzieren, der liegt ja allen vor. Wir sagen auch, dass da einiges drin noch fehlt in dem vorliegenden Entwurf der Straßenverkehrsordnung. Ich will mich auch gleich auf zwei Punkte stürzen und da Sie als Anzuhörende fragen. Und zwar zum einen möchte ich gerne von Timmern Bracher eine Auskunft oder eine Einschätzung zum Thema Fahrradstraßen hören. Da ist in dem SCVO-Entwurf ja eine Passage jetzt neu aufgenommen worden, wo es nachher künftig auch Fahrradzonen geben kann. Das begrüßen wir und haben wir auch gefordert. Allein wir schauen uns mal an, wie eine Fahrradstraße konkret eingeführt werden kann.
und welche Hürden da die Kommunen zu nehmen haben. Und deswegen gerne nochmal von Ihnen die Einschätzung, wie bewerten Sie das? Ist das leichter geworden für Kommunen? Kommen wir da ein Stück voran? Also sehen Sie da Verbesserungen im BMVI-Entwurf oder sehen Sie da weitere Hürden und haben da vielleicht Ansätze, wie man das beseitigen kann, um dann eben leichter auch zu Fahrradstraßen zu kommen? Stichwort auch Durchfahrtsbeschränkungen etc. pp. Die zweite Frage möchte ich an Herrn Kellner vom DVR richten. Und zwar auch nochmal zum Thema Sicherheit in Städten. Und da gerne können Sie die Vorschläge insgesamt bewerten. Mir geht es aber um einen konkreteren Punkt. Ich möchte die Regelgeschwindigkeit 30 in Städten herausgreifen und wollte Sie nochmal bitten, dazu eine Einschätzung abzugeben, wie eine solche Regelgeschwindigkeit innerorts, wie Sie das bewerten, wie da die Lage bei den Expertinnen ist, warum das vielleicht gefordert wird. Und wie Sie es bewerten, dass da im BMVI-Entwurf jetzt wenig zu lesen ist. In dem Kontext nochmal von mir auch die Frage, ob es vielleicht richtig ist, die Vision Zero gesetzlich zu verankern. Das ist ja schon von der Kollegin von der Linken ausgeführt worden, dass wir vielleicht weitergehend auch aktiv werden müssten, ob wir das in der StVO oder vielleicht besser noch im Straßenverkehrsgesetz tun müssen. Danke. Danke sehr. Ich schlage vor, dass wir jetzt anfangen mit denen, die zwei Fragen gestellt bekommen haben und dann weitermachen. Herr Brockmann, Sie haben zwei Fragen gestellt bekommen. Bitte. Ja, herzlichen Dank für das Wort. Ich würde erst mal auf die zwei ganz konkreten Fragen antworten wollen. Es ging um das Thema Nebeneinanderfahren und wie ich das einschätze. Der Punkt ist aus meiner Sicht der, dass das Nebeneinanderfahren, wenn keine Behinderung stattfindet, heute entweder zulässig ist, darüber streiten sich die Experten noch ein wenig, aber doch zumindest toleriert wird. Und das heißt, es stellt sich natürlich die Frage, ob hier überhaupt ein Regelungsbedarf ist. Wenn man das nämlich dort hineinschreibt, das ist meine Befürchtung, dann geht das natürlich darum, dass der Radfahrer sich wohler fühlt, als er sich vorher gefühlt hat. Die Frage ist nur, ob er sich auch sicherer fühlen kann. Denn das führt ja natürlich ganz selbstverständlich dazu, dass an den Stellen, wo das nicht ohnehin, meinetwegen auf irgendeinem Wirtschaftsweg, völlig unproblematisch ist, den Autofahrer behindert. Und zwar in aller Regel behindert. Und was jetzt passiert ist, dass der Radfahrer natürlich in Verkürzung der Sachlage auf die StVO hinweisen wird und sagt, das dürfe er ja schließlich. Und was ich befürchte ist, dass das nicht zur Verbesserung der Sicherheit des Radfahrers beiträgt, sondern im Gegenteil zu einer Verschärfung des Konflikts zwischen Radfahrern und Autofahrern. Und deswegen bin ich der Meinung, das brauchen wir eigentlich nicht. Dann war die konkrete Frage zum Thema Abbiegepfeil. Wir haben ja eine ganz gute Forschungslage zum Thema Abbiegepfeil bei Autos. Das ist jetzt zugegebenermaßen nicht ganz dasselbe. Gleichwohl wird hier derselbe Konflikt eintreten, nämlich dass natürlich Fußgänger in dem Moment grün haben und der Radfahrer eigentlich dort stehen bleiben müsste und warten, bis die Fußgänger wieder rot haben und dann hat er irgendwann grün und kann abbiegen. So wäre es. Und nun wird ihm also per Zusatzpfeil erlaubt, dort rechts abzubiegen. Und ich befürchte eben, dass der Vorbehalt, der dort drin steht, nämlich, dass er natürlich selbstverständlich Rücksicht zu nehmen hat, in der Praxis dann auch wieder ein Opfer der StVO-Formulierung sein wird, dass man sagt, na, da ist ja aber doch der Pfeil. Also insofern glaube ich, dass das jedenfalls für Radfahrer eine Komfortverbesserung ist, was ja diese sämtlichen Vorschläge durchzieht, aber nicht unbedingt eine Sicherheitsverbesserung für Fußgänger. Was mich allerdings tröstet an dieser Stelle ist, dass ich sowieso kaum Radfahrer kenne, die rechts abbiegen wollen und an der Ampel rot stehen bleiben. Also das heißt, wir vollziehen hier die normative Kraft des Faktischen. Insofern bin ich da begrenzt skeptisch, dass das tatsächlich zu mehr Verkehrsunfällen führt. So, dann haben wir das Thema Abbiegen und Schrittgeschwindigkeit. Da ist es so, dass die Forschungslage zeigt, dass wir erstmal sehr überwiegend ohnehin Abbiegevorgänge in diesem Geschwindigkeitsbereich haben. Das liegt einfach darin, dass es gar nicht so einfach ist, mit einem LKW mit mehr als 11, 12 Stundenkilometern, wobei die ja hier als Schrittgeschwindigkeit, sagen wir mal, sehr großzügig definiert werden, um diese Kurve überhaupt zu kommen. Und je schwerer dieser LKW, umso unwahrscheinlicher ist das. Also versuchen Sie mal mit dem Sattelschlepper wesentlich schneller, um einen rechten Winkel zu kommen. Also das heißt,
ist ohnehin im Unfallgeschehen die Abbiegegeschwindigkeit aus meiner Sicht nicht das entscheidende Problem. Gleichwohl könnte man ja sagen, gut, schaden kann es ja auch nicht, wenn wir es nochmal reinschreiben. Allerdings werden wir natürlich sofort ein Vollzugsdefizit bekommen. Das heißt, also die Polizei wird natürlich nicht in der Lage sein, jedenfalls nicht bei der Unfallaufnahme, zu klären, mit welcher Geschwindigkeit dieser LKW nun um die Kurve gefahren ist. Und im Gerichtsverfahren wird das ja allenfalls eine Zusatzerwägung sein, weil es ja ohnehin um viel komplexere Sachverhalte geht. Wer hätte wen sehen können? Mit welchen Sorgfaltspflichten hätte der LKW-Fahrer hier herangehen müssen? Sodass ich glaube, das ist im Grunde genommen, ist das nicht falsch, aber ein Nebenkriegsschauplatz, der jedenfalls das eigentliche Problem dort nicht löst. Wir werden auf die entsprechende, insbesondere auf die entsprechende Technik warten müssen, die dieses Problem dann hoffentlich weitgehend beseitigt. In diesem Zusammenhang jetzt die Frage des Vorbeischlängelns von Radfahrern. Nun muss man sagen, also hier kommt der Zielkonflikt zwischen Beschleunigung des Radverkehrs und Sicherheit des Radverkehrs natürlich sichtbar zum Ausdruck. Denn im Unfallgeschehen können wir relativ klar sehen, dass der Radfahrer, der sich, wenn jetzt der LKW und der Radfahrer an roter Ampel sich aufstellen, nicht das Problem ist. Denn der LKW-Fahrer hat ja natürlich, wenn er Zeit genug hat, die Möglichkeit, über seine Spiegel zur rechten Seite jeden Radfahrer zu sehen, der sich dort befindet. Problematisch wird es, wenn die Szenerie sich in Bewegung setzt, beziehungsweise weitere Radfahrer von hinten herankommen, die vorher nicht schon da waren. Und also auch nicht eingepreist sind sozusagen in der Durchzählung, wie viele Radfahrer muss ich durchlassen. Und genau auf dieses Szenario zielt das ja jetzt mit ab. Der Radfahrer darf aus unserer Sicht schon jetzt rechts vorbeifahren und das wird hier nochmal konkretisiert. Und das birgt tatsächlich natürlich ein zusätzliches Gefahrenpotenzial für den Radfahrer. Ich sehe aber, obwohl ich jetzt nur Unfallforscher bin, eigentlich könnte ich sagen, ist mir jetzt egal, aber sehe auch keine realistische Chance zu glauben, dass der Radfahrer tatsächlich, insbesondere wenn dort vielleicht ein LKW, dann kommen drei PKW, dann nochmal ein LKW, da irgendwo JWD hinten stehen bleibt, um dann ganz sicher auch nicht mehr bei der nächsten Grünphase rüberzukommen. Das heißt, in der Praxis ist das eigentlich ein Punkt, der nochmal deutlich macht, wie sehr wir die Abbiegeassistenztechnik brauchen und wie sehr wir Radverkehrsanlagen brauchen, die dieses Durchschlängeln eben nicht nötig machen, sondern die so konstruiert sind, dass die Sichtbeziehungen von vornherein gut genug sind, dass das funktioniert. So, und das waren die konkreten Fragen. Jetzt bin ich sehr dankbar für die allgemeine Frage. Wie viel Zeit habe ich noch? Die wichtigsten Maßnahmen der Verkehrssicherheit, da muss man jetzt klar sagen, die sind im Wesentlichen nicht in dem, was wir hier vorfinden. Wenn wir uns mal das Unfallgeschehen mit Radfahrern innerorts ansehen, dann stellen wir fest, dass das, also erstmal ist es ganz überwiegend ein Innerortsunfall, erste Feststellung und zweite Feststellung, es sind im Wesentlichen Abbiegeunfälle, Unfälle beim Einbiegen in Grundstücks-Ein- und Ausfahrten, Ausfahrten aus denselben, wobei darunter auch Supermärkte zu verstehen sind, gerne in Kommunen nochmal schnell irgendwo hingebaut, um dann dort einen zusätzlichen Unfallschwerpunkt zu kreieren. Und diese Abbiegeunfälle finden in aller Regel mit PKW statt. Und das ist das, was ich auch an diesem Entwurf so vermisse. Wir stürzen uns, weil die Öffentlichkeit das so wahnsinnig spannend fand, obwohl sie das 5 Jahre lang nicht spannend fand, auf den LKW-Unfall. Wobei hier natürlich jahresscheiblich etwas unterschiedlich wird, aber wir vielleicht maximal 30 getötete Radfahrer deutschlandweit sehen, von über 400. Und der große Anteil fällt tatsächlich also auf den PKW. Und was ich zumindest gemacht hätte, ist, wir haben gerade über das Thema Abbiegen mit Schrittgeschwindigkeit gesprochen, auch wenn es Riesenprobleme mit Vollzug geben dürfte. Aber wenn ich schon so weit gehe, dann hätte ich den PKW hier mit reingenommen, weil der das entscheidende Problem ist. Und natürlich hat er bessere Sichtbeziehungen, aber wir haben das Problem mit Radverkehrsanlagen, die nun mal schlecht konstruiert sind. Wir haben das Problem mit mangelndem Schulterblick. Und. Also wenn ich schon in diese Thematik reingehe, dann bitte nicht nur die Dinge, die gerade besonders populär sind, sondern die Dinge, die tatsächlich das maßgebliche Unfallgeschehen auch ausmachen. Und jetzt komme ich zum Thema Fußgänger. Denn der Fußgänger, der wird hier zwar nett 2-3 Mal erwähnt, wahrscheinlich, weil man sich nicht die Blöße geben wollte, ihn nicht zu erwähnen. Aber entscheidend trägt dieser Entwurf zur Fußgängersicherheit eben nichts bei. Die Fußgängersicherheit ist im Wesentlichen
geprägt durch sogenannte Überschreitenunfälle. Das heißt, ein Fußgänger möchte von der einen auf die andere Straßenseite. Das unterscheidet ihn eben vom Radfahrerunfall, der im Wesentlichen ein Abbiegeunfall ist. Und das bedeutet, ich meine, also die Fußgängerquerungen sind hier drin, nicht, dass einer sagt, hat er das nicht gelesen. Ja. Aber die Frage ist ja natürlich, ob so eine Querung im Zweifel tatsächlich mehr Sicherheit generiert oder ob wir nicht viel mehr, gerade im Zusammenhang auch mit einer alternden Gesellschaft, ganz anders an die Verkehrsplanung herangehen müssen und mal gucken, wo finden überhaupt die Fußgängerströme statt, wo finden Fußgängerströme mit alten Menschen statt, um dort dann die Querungen zu ermöglichen, weil jemand, der gehbehindert ist oder ähnliche Dinge, eben nicht mehr 200 Meter zur nächsten ampelgeregelten Kreuzung machen kann. Dafür müssen wir sorgen. Und in diesem Zusammenhang kam ein Thema, das ist ja schon mehrfach angesprochen worden, Tempo 30. Und da kann man klar sagen, Tempo 30 würde dem Fußgänger mehr helfen als dem Radfahrer. Insofern bin ich dann doch wieder dankbar, dass das Thema in diesem Zusammenhang angesprochen wird, weil der Überschreitenunfall eben im Wesentlichen einer ist, der mit der Geschwindigkeit des Kraftfahrzeugs zu tun hat und mit der Zeit, die in der Reaktionszeit zurückgelegt wird und so weiter. Und dann kommen wir auf die Frage, ja, was machen wir jetzt nun also mit Tempo 30? Und ich hatte vorhin schon das Thema Vollzugsdefizit angedeutet. Sind das eigentlich meine ersten fünf Minuten oder schon die zwei? Nee, das ist die gesamten 10 Minuten am Stück. Aber dann sage ich noch zwei Sätze. Mir reicht es auch nicht. Tempo 30 funktioniert natürlich nur, wenn es eingehalten wird. Wir wollen doch nicht ein neues Vollzugsdefizit schaffen. Und ich fürchte, wenn wir nicht ein Minimum an Akzeptanz in der Bevölkerung dafür haben, dann wird das nicht funktionieren. Deswegen bin ich für die Ausweitung von Tempo 30, aber dann bitte problembezogen. Auch das könnte besser funktionieren und da müssen wir an den 45 Absatz 9 StVO ran. Auch das wird hier schon thematisiert und das sollten wir tatsächlich dann vorantreiben. Vielen Dank für die leichte Verlängerung. Danke sehr. Dann machen wir weiter mit Herrn Kellner, bitte. Auch zwei Fragen haben Sie. Ja, vielen Dank für die beiden Fragen. Nur noch mal zur Klärung, 10 Minuten jetzt für die gesamte. Keine Sorge. Ja, beide Fragen beschäftigen sich ja mit demselben Themenkomplex. Insofern ist es sicherlich möglich, das innerhalb von 10 Minuten zu beantworten. Es geht ja um das Thema Tempo 30 innerorts und den gesamten Komplex, der damit zu tun hat und der ja von Herrn Brockmann auch gerade noch zum Schluss kurz angesprochen wurde. Insofern beantworte ich beide Fragen gemeinsam, weil man das eigentlich auch ganz gut darlegen kann. Warum das Thema Geschwindigkeit innerorts und auch generell natürlich Geschwindigkeit so eine so große Rolle spielt, kann man sich leicht vorstellen, wenn man weiß, dass da, wo Fußgänger mit einem Pkw kollidieren und der Pkw fährt Tempo 30, dann ist die Wahrscheinlichkeit zu überleben bei rund 80%. Würde er Tempo 50 fahren, dann wäre die Wahrscheinlichkeit sehr gering, ungefähr zwischen 10% und 20%. Das heißt, gerade da, wo sich die Verkehrsströme begegnen, wo innerorts also quasi alle zusammen sind, vom Radfahrer, Fußgänger, Pkw-Fahrer und so weiter, ist das Thema Geschwindigkeit ganz besonders zu diskutieren und zu überlegen, wie man damit umgeht. Es gibt den Vorschlag, dass man eine bundesweite einheitliche Regelung macht, dass man sagt, überall in den Städten soll es eine maximale Höchstgeschwindigkeit geben von 30 Kilometern pro Stunde. Diese Forderung ist umstritten und ich bin auch danach gefragt worden, wie der Deutsche Verkehrssicherheitsrat dazu steht. Wir sagen, es ist sehr klug, zum einen den Kommunen die Möglichkeit zu geben, eigenständig Tempo 30-Zonen noch stärker auszuweisen als bisher. Und es auch dann zu tun, wenn keine spezielle Gefahrenlage vorliegt. Also da sind wir sehr dafür, das will ich auch gleich noch mal weiter erläutern. Ob es eine bundesweit einheitliche Lösung geben sollte, da sehen wir weiteren Forschungsbedarf und wir fordern schon seit einigen Jahren, dass es Modellversuche geben sollte, die große, mittelgroße und auch kleinere Städte umfassen, um diese Frage nun endlich mal abschließend zu klären. Dabei würde zum Beispiel eine solche Frage, Akzeptanz, wie gerade auch von Herrn Brockmann angesprochen, natürlich noch mal ganz anders diskutiert werden könnten. Auch das müsste man natürlich mit berücksichtigen und sehen, was ist eigentlich an den Hypothesen, die wir alle haben, denn dran und was könnte man auch getrost verwerfen.
Wenn ich sage, wir sollten den Kommunen die Möglichkeit geben, hier verstärkt selbstständig tätig zu werden, denn bisher sind die Regelungen noch bei der letzten StVO-Änderung relativ restriktiv ausgefallen, dann denke ich beispielsweise an die Innovationsklausel, die die Verkehrsministerkonferenz im April in Saarbrücken einstimmig verabschiedet hat und den Bund doch gebeten hat, es auch entsprechend umzusetzen. Und diese neu gefasste Innovationsklausel würde nämlich genau das ermöglichen, dass Kommunen stärker auch bezogen auf ihre örtlichen Gegebenheiten, aber wie gesagt nicht erst dann, wenn schreckliche Unfälle geschehen sind, Tempo 30 zu erweitern und damit dann auch entsprechende Erfahrungen zu machen. Diese Innovationsklausel sieht im Übrigen auch vor, dass man das auch im Modellversuchssinne machen könnte, dass man also auch da sehen könnte, wie kommt das an, wie wirkt das, welchen Sicherheitsvorteil haben wir. Man könnte das noch mit weiteren Fragen verbinden. Ich denke an die Frage des Klimas, des Schadstoffausstoßes und Ähnliches mehr. Aber wir haben natürlich jetzt hier die Verkehrssicherheit im Blick und insoweit könnte man das in Angriff nehmen. Also insofern, wir haben eine Einstimmigkeit der Bundesländer bei dieser Frage. Auch erstaunlich, weil die Länder das ja durchaus dann auch die Verantwortung in die Kommunen geben würden. Und ich finde, dem könnte man sich anschließen und damit natürlich auch Kommunen die Möglichkeit geben, auch wenn es um Geschwindigkeit geht, aber natürlich, das betrifft auch ganz andere Fragen, hier auch entsprechend tätig zu werden. Ansonsten, wie gesagt, eine bundesweite einheitliche Regelung wäre ein großer Schritt, keine Frage. Wir plädieren dafür nochmal auch den Kommunen, die mit Kommunen Modellversuche durchzuführen. Bisher hängt das von der Genehmigung von Landesregierungen ab und es gibt da erste Bemühungen in Niedersachsen, dass es dazu kommt, auch in Nordrhein-Westfalen aber, und auch in Baden-Württemberg. Aber wie gesagt, das wäre sicherlich an der Stelle nochmal sehr hilfreich. Zu der Frage, Vision Zero stärker auch gesetzlich zu verankern, das entspricht natürlich unserer Position. Also wir sagen, dass die Strategie Vision Zero, also wir wollen versuchen zu erreichen, dass es immer weniger und irgendwann auch mal null Verkehrstote gibt, sollte an geeigneter Stelle im Verkehrsrecht aufgenommen werden. Wir haben jetzt eine gute Situation. Die Koalition hat sich sowieso auf Vision Zero im Koalitionsvertrag verständigt und es sogar als mittelfristiges Ziel bezeichnet. Und jetzt wäre eigentlich die Gelegenheit, und ich bin sicher, dass das sogar auch Oppositionsparteien mitmachen könnten, das an geeigneter Stelle im Verkehrsrecht aufzunehmen. Denn es muss natürlich unsere vornehmste Aufgabe sein, dem Schutz des Lebens den Vorrang zu geben und nicht und das quasi uns als Mittelpunkt und als Zweck unseres Handelns zu begreifen. Was sicherlich zum Thema maximale Höchstgeschwindigkeit, das finde ich den günstigeren Begriff als Regelgeschwindigkeit, weil Regelgeschwindigkeit klingt immer so, als müsste man sich daran halten, im Sinne von, dass so soll ich auch fahren, sondern das heißt ja immer nur unter optimalen Bedingungen, die maximale Höchstgeschwindigkeit, Tempo 30, ist natürlich sicherlich immer dort angezeigt, wo die Verkehrswege nicht gut voneinander getrennt werden können, wo Menschen und Fahrzeuge sich enger begegnen und die Infrastruktur hier auch keine weiteren Möglichkeiten mehr hat, um das in irgendeiner anderen Weise zu regeln. Natürlich muss das auch überwacht werden. Auch da stimme ich zu. Wir sprechen über die Änderung der StVO und gleichzeitig müssen wir uns gewahr sein, dass wir hiermit einiges erreichen können. Es sind sehr, sehr gute Vorschläge, aber wenn wir nicht überwachen, dann ist natürlich auch vieles umsonst. Und ich gehe nach wie vor davon aus, dass wir auch in den Ländern noch stärker werden müssen und auch stärker werden können, was die Überwachung anbetrifft. Insofern Tempo-30-Regelungen sind sehr sinnvoll. Bundesweit einheitlich, finde ich, müsste man noch mal sich genauer anschauen und den Kommunen die Möglichkeit zu geben, hier eigenständiger zu handeln, fände ich sehr wertvoll. Dafür ist der Boden bereitet. Die Bundesländer haben sich eindeutig geäußert und jetzt könnte eigentlich der Gesetzgeber sich dessen annehmen und das entsprechend umsetzen. Dankeschön. Danke sehr. Sie haben uns 3 Minuten eingespart. Das heißt, von den 15 Minuten sind schon mal 3 Minuten weniger Verspätung. Herr Skupin, Sie haben die Gelegenheit, noch mal einen draufzusetzen. Auch Sie haben 2 Fragen gestellt bekommen. Bitte, Sie haben das Wort. Sehr geehrter Herr Vorsitzender, sehr geehrte Damen und Herren Abgeordnete. Ja, vielen Dank für die Fragen, Herr Dr. Jung. Die erste Frage befasst sich ja mit dem § 5 Absatz 8.
der StVO, wo den Radfahrern erlaubt wird, wenn ausreichend Platz zur Verfügung steht, rechts anhaltenden Kraftfahrzeugen vor der Kreuzung, vor einer Einmündung vorbeizufahren. Hier entstehen natürlich Gefahren, weil der Radfahrer quasi auch mit der Vorschrift, mit der StVO ermutigt wird, in diesen Gefahrenbereich hereinzufahren. Was nicht geregelt ist, ist, was ausreichend Platz ist. Diese Formulierung ausreichend führt dazu, wie viele von Ihnen sicherlich auch schon hier im Berliner Umfeld oder auch in anderen Städten gesehen haben, wie die Radfahrer sich teilweise, ist ja auch von Herrn Brockmann schon gesagt worden, vorbeischlängeln in dieser Gefahrenzone. Sie können in diesem Fall mit Fahrzeugteilen in Berührung kommen, können diese beschädigen, können sich selber verletzen. Es kann zum Sturz kommen. Die Bordsteinkanten sind hier häufig eine Gefahrenquelle. Wenn man hier sehr nahe kommt, verliert man das Gleichgewicht und kippt dann über die Bordsteinkante rüber. Das sind also die Gefahren, die hier entstehen können. Was hier eine Rolle spielt und worauf sich ja auch die Vorschläge in der StVO richten, ist, dass der Abbiegevorgang von rechtsabbiegenden, insbesondere Kraftfahrzeugen, ist ja jetzt auch schon von den Fachkollegen angesprochen worden, hier zu Unfällen führen, wenn sie eben unaufmerksam sind und den Radfahrer dort nicht wahrnehmen. Sie nehmen ihn immer dann nicht wahr, wenn er im Sichtschatten sich das, Herr Brockmann hatte gesagt, im Spiegel ist er erkennbar, aber es ist eben nicht immer im Spiegel erkennbar, er befindet sich im Sichtschatten. Und wenn wir hier jetzt diesen Vorschlag uns angucken, dass rechtsabbiegende LKW mit Schrittgeschwindigkeit um die Kurve fahren sollen, abbiegen sollen, dann haben wir hier sicherlich für die Radfahrer einen Vorteil. Die Radfahrer würden aus dem Sichtschatten herausfahren, weil sie sich mit einer entsprechenden Differenzgeschwindigkeit zum Kraftfahrzeug bewegen und könnten hiervon profitieren, dass sie also eher wahrgenommen werden und nicht in diese Kollisionsposition kommen. Auf der anderen Seite muss man hier aber auch sagen, und das hat der Kollege Brockmann ja auch schon angeführt, kann es hier dann dazu kommen, dass eine entsprechende Gefahrensituation für Fußgänger entsteht. Weil wenn Sie sich vorstellen, dass das Kraftfahrzeug dann mit Schrittgeschwindigkeit um die Kurve fährt, beträgt eben genau die Differenzgeschwindigkeit zu den Fußgängern oder ist dann zu den Fußgängern keine Differenzgeschwindigkeit mehr vorhanden. Die würden sich in diesem Zeit in dem Sichtschatten befinden und wir vermuten aufgrund dessen, dass wir hier eine höhere Unfallhäufigkeit für Fußgänger erwarten können. Das zeigen auch unfallanalytische Gutachten, die wir in unserer Statistik haben, die eben gerade das auch bestärken, dass bei Abbiegeunfällen eben mit Nutzfahrzeugen die Kollisionsgeschwindigkeiten eben sich im Bereich der Fußgängergeschwindigkeit, der Schrittgeschwindigkeit befinden. Wenn es darum geht, dann hier entsprechend diesen Paragraphen vielleicht anzupassen oder Vorschläge zu machen, wie wir hier aus diesem Dilemma rauskommen, dass eben diese Gefahrensituation für die Radfahrer nicht entsteht, müsste man diesen Absatz eigentlich streichen oder konkretisieren, was eben ausreichend bedeutet. Und ausreichend haben wir an anderer Stelle in dem Verordnungsentwurf ja schon mal klargestellt, wenn es darum geht, dass Kraftfahrzeuge, einspurige Fahrzeuge, Radfahrer überholen sollen. Hier ist von 1,5 Metern die Rede. Das heißt, auch in diesem Falle, wenn eben Radfahrer an Nutzfahrzeugen, an Kraftfahrzeugen rechts vorbeifahren, müsste dann dieser 1,5 Meter Abstand eben eingehalten werden. Unser Vorschlag wäre hier, den Paragraphen 5 Absatz 8 entsprechend anzupassen, dass das ausreichend klarer definiert wird mit einem Mindestabstand von 1,5 Metern. Die zweite Frage befasste sich damit, welche anderen Vorschläge es unter Umständen gibt, aus unserer Sicht Abbiegeunfälle von Nutzfahrzeugen entsprechend zu vermeiden. Hier sehen wir als einen der wesentlichen Punkte die Einführung des Abbiegeassistenten, die verpflichtende Einführung von Abbiegeassistenten bei Kraftfahrzeugen und also bei Kraftfahrzeugen über 3,5 Tonnen. Wir als DEKRA haben hier die ersten Begutachtungen für allgemeine Betriebserlaubnisse bereits durchgeführt. Also die sind verfügbar, diese Einrichtungen, und können nachgerüstet werden. Und unser Vorschlag ist eben, dass diese Einrichtungen entsprechend auch für Neufahrzeuge verpflichtend werden. Kommunen könnten auch hier vielleicht Einfahrverbote für Fahrzeuge, die dies nicht haben, entsprechend festlegen. Das wäre ein weitergehender Vorschlag, um dieser Technik, die vorbeugt, solche Unfälle herbeizuführen, entsprechend einen
in einer breiteren Fläche einzusetzen. Weitere Maßnahmen sind sicherlich infrastrukturelle Maßnahmen, zum Beispiel über Ampelschaltungen, die eine Trennung der entsprechenden Verkehrsteilnehmerströme entsprechend herbeiführen, dass man also die Kraftfahrzeuge, Fußgänger, Radfahrer getrennt über die Kreuzungsbereiche schleust. Dann kann es nicht zu einer Kollision kommen, wenn man sich an die entsprechenden Vorschriften der roten Ampeln hält. Es wird den Verkehrsfluss der jeweiligen Teilnehmer einschränken. Dieser Zielkonflikt muss dann entsprechend ausgeglichen werden. Und ein weiterer Punkt, denke ich, ist, und das ist ja auch eigentlich die Grundlage für die ganze STVO gelegt mit Paragraph 1 Absatz 1, Vorsicht und gegenseitige Rücksichtnahme. Wenn sich alle Verkehrsteilnehmer entsprechend verhalten, dann sind Gefahrensituationen quasi ausgeschlossen. Und um dies weiter in die öffentliche Meinung zu tragen und dieses Verständnis entsprechend zu erreichen, Herr Dr. Jung, hatten Sie ja auch schon entsprechend von Kampagnen gesprochen, dass hier die Öffentlichkeitsarbeit und da stehen eigentlich die sachverständigen Kollegen hier auch für ihre Häuser mit in erster Linie, die solche Kampagnen betreiben und unterstützen, dass hier das Thema Vorsicht und gegenseitige Rücksichtnahme vordergründig gelehrt wird. Denn ich denke, wir sind uns einig, dass auch ein Großteil der Unfälle eben durch Rücksichtslosigkeit und Aggressivität im Straßenverkehr entsteht. Und wenn man das entsprechend ausschließen kann, ist, denke ich, auch ein großer Teil entsprechend gewonnen. Vielen Dank. Vielen Dank. Wir machen weiter mit Frau Eberlein, bitte. Zwei Fragen auch an Sie gerichtet. Ja, danke schön auch für die Fragen. Gerade der letzte Satz von Ihnen, der war nochmal ein guter Anstieg auch für mich. Die Frage war ja, was sind die grundsätzlichen Änderungen, die wir für eine neue Straßenverkehrsordnung brauchen? Und da sage ich ganz klar, es braucht eigentlich eine grundsätzliche Straßenverkehrsrecht und eine Straßenverkehrsgesetzesänderung, die im Jahr 2019 nicht nur das Thema Verkehrssicherheit, was total wichtig ist, was natürlich die Vision Zero, was dazu führt, dass kein Verkehrsteilnehmer im Straßenverkehr mehr ums Leben kommt, müssen wir aber auch klimatische und umweltschädliche Bedingungen mit einbeziehen. Das heißt, wir müssen den Verkehr so regeln, dass auch die Klimaschutzziele der Bundesregierung eingehalten werden können und die Verkehrsemissionen dauerhaft gesenkt werden. Das sind zwei grundsätzliche Sachen, Verkehrssicherheit und Klimaschutz im Radverkehr oder Klimaschutz im Verkehr, die vorangestellt werden müssen und die gesetzlich verankert werden müssen. Also das ist natürlich die beiden Komponenten, die soziale Komponente und die ökologische Komponente, die kann man beide noch ausführen. Wir müssen auch eine gesetzliche Grundlage schaffen, die eine sichere Mobilität für alle gewährleistet. Das ist klar. Wie schaffen wir das? Wenn wir uns die momentane Gesetzeslage anschauen, dann ist die stark dominiert vom autorisierten Individualverkehr. Und es ist gesetzlich geregelt, dass die Flüssigkeit, die Leichtigkeit, Sicherheit und Ordnung und die Gefahrenabwehr geregelt ist. Alles aber aus der Prämisse und des Vorrangs des Automobils heraus oder des Kfz heraus. Und diese grundsätzliche Neuordnung müssen wir mit der Neuordnung der Straßenverkehrsordnung angehen. Wir müssen dafür sorgen, dass die Verkehrsarten gleichgestellt werden. Das bedeutet, dass natürlich die motorisierten Kfz an Vorrang abgeben müssen, während der Umweltverbund Vorrang bekommt. Um dieses gleiche Verhältnis herzustellen, ist es eben, wie Sie angesprochen haben, in Paragraph 1 der STVO, die Teilnahme am Straßenverkehr erfordert ständige Vorsicht und gegenseitige Rücksicht. Das muss ergänzt werden, insbesondere gegenüber schwächeren Verkehrsteilnehmern. Wir müssen eine Situation schaffen, in der es sicher ist, für alle Menschen im Verkehr unterwegs zu sein und nicht nur sicher und flüssig für den Verkehr des Kfz. Und um das zu gewährleisten, muss ein grundsätzliches Umdenken stattfinden und es muss eine grundsätzliche Gesetzeslage vorliegen, die bisherige Dinge aufbricht und verändert. Meine erste Frage war an die grundsätzlichen Sachen. Die zweiten Sachen sind, was sind denn die maßgeblichen Hebel? Lassen Sie mich das vielleicht gleich zusammendenken. Also wie schaffen wir es denn, aus klimatischen und sozialen Gründen den Umweltverbund nach vorne zu heben? Das heißt Fußverkehr, Radverkehr und den öffentlichen Personennahverkehr. Ganz wichtig, was hier in der Runde auch schon öfter angesprochen wurde, ist natürlich eine Absenkung der Geschwindigkeit. Wenn wir eine Regelgeschwindigkeit von 30 km/h deutschlandweit
verabschieden können, bedeutet das, dass eben eine Aggression im Straßenverkehr sinkt, weil die Geschwindigkeiten der Verkehrsteilnehmer angeglichen werden. Wenn man weiß, dann kann in der 30er-Zone können auch zwei Radfahrende nebeneinander fahren, weil der Kfz-Verkehr dahinter einfach bleiben muss, wenn nicht genügend Platz zum Überholen vorhanden ist. Das heißt, es ist wichtig, das zu einer Regel zu machen und nicht zu einer Ausnahmeregel, die man dann wieder beschildern muss und für die man wieder einen Schilderwald braucht. Neben dieser Absenkung der Geschwindigkeit innerorts müssen wir auf klimatischen Bedingungen auch davon ausgehen, dass wir auch außerorts die Geschwindigkeiten begrenzen müssen. Auf Landstraßen, auf 80 km/h und auch auf Autobahnen. Wir sind im Jahr 2019. Wir müssen uns den klimatischen Bedingungen bewusst werden und können nicht einfach weitermachen wie bisher und auf einer Straßenverkehrsordnung, die gefühlt 100 Jahre alt ist mit der Grundlage, die wir gerade haben. Ein weiterer wichtiger Hebel, um den Umweltverbund zu stärken, ist auch, was bereits angesprochen wurde, mehr Handhabe in die kommunalen Regelungen zu geben und auch dort eben die Handlungsfähigkeit zu stärken und eben den Kommunen die Möglichkeit zu geben, nicht erst zu reagieren, nachdem FußgängerInnen oder RadfahrerInnen zu Tode gekommen sind, sondern aufgrund der Innovationsklausel eben dort Erprobungen durchzuführen, wie man die Straßenführung ändern kann. Das ist ja auch, also das Thema FußgängerInnen wurde ja schon so schön angesprochen. Was ist denn mit Querungsinseln? Was ist denn mit Zebrastreifen? Diese Möglichkeiten müssen einfacher gemacht werden und unbürokratischer, um eben nochmal die grundsätzliche Richtung dieser Straßenverkehrsordnung zu überarbeiten. Ein weiterer wichtiger Hebel ist natürlich auch die Infrastruktur, die geschaffen werden muss und die in der gleichen Weise die Aufteilung des öffentlichen Raums auch betrifft. Wenn wir diese grundsätzlichen Sachen der Vision Zero und der ökologischen Verträglichkeit des Verkehrs mit einbauen, bedeutet das eben auch einen Vorrang des fließenden Verkehrs gegenüber dem ruhenden Verkehr und eine Neuaufteilung des Straßenraums und eine höhere Bepreisung des öffentlichen Raums, die unbedingt vorzunehmen ist, da private Kfz nicht einfach im öffentlichen Raum abgestellt werden können und wir auch für andere alternative, umweltverträgliche Verkehrsmittel dementsprechend Raum zur Verfügung brauchen. Genau. Da ist auch davon auszugehen, dass einfach der Raum, davon kann man auch wieder von der grundsätzlichen Gesetzesänderung ausgehen und sagen, grundsätzlich ist das Parken im öffentlichen Raum erstmal nicht erlaubt und es ist nur da erlaubt, wo es ausgeschildert ist. Das heißt, wir können uns gerne im Klein-Klein verlieren und hier nochmal ein Verkehrsschild mit hinzufügen und da noch ein Verkehrsschild mit hinzufügen, aber wir müssen uns bewusst werden, dass für die größeren Änderungen und auch für die Notwendigkeit, die wir hier gerade sehen, jetzt das Zeitfenster ist, das umzusetzen. Und deswegen möchte ich nochmal sagen, es muss die soziale Perspektive und die ökologische Perspektive mit vorangestellt werden. Dankeschön. Danke sehr auch für das Unterschreiten der Redezeit. Wir machen weiter mit Dr. Schäpe. Bitte, Sie hatten auch eine Frage. Vielen Dank, Herr Vorsitzender, meine Damen und Herren. An mich ist die Frage gestellt worden, wie denn umzugehen ist mit dem Halteverbot in zweiter Reihe und auf dem Fahrradschutzstreifen. Wenn man auch aus Gründen des Klimaschutzes den Radverkehr in der Innenstadt fördern möchte, dann muss man die Innenstädte für den Radfahrer sicherer machen. Das ist, glaube ich, ist mit diesen Entwürfen, mit diesen Vorschlägen absolut gelungen. Das ist absolut sinnvoll, den Verkehrsraum in der Innenstadt für Radfahrer attraktiver und sicherer zu machen. Insofern ist es auch konsequent, darüber nachzudenken, ob es ausreicht, in zweiter Reihe und auf dem Fahrradschutzstreifen ein Parkverbot zu haben oder ein absolutes Haltverbot einzurichten. Wenn man überlegt, was das bedeutet, das absolute Haltverbot in zweiter Reihe, dann haben wir die Schwierigkeit, dass dort keine Autofahrer ältere Personen aussteigen lassen können, die vielleicht zum Arzt gehen möchten, denn das ist Halten in zweiter Reihe, beziehungsweise auf einem Fahrradschutzstreifen. Dann haben wir das Problem, dass wir Paketauslieferer bald ohne Führerscheine haben werden, denn wie soll der seine Pakete ausliefern, wenn nicht heute in zweiter Reihe anzuhalten, um dann gleich wieder wegzufahren? Das sind Probleme, die man dabei bedenken muss und wo man vielleicht versuchen sollte, sie zu lösen. Eine nicht ideale Lösung halte ich hier im Bußgeldbereich zu sagen, wenn dieses Halten behindernd ist, führt das sofort
zu einem Bußgeldbescheid mit Punkten. Denn ein Halten in zweiter Reihe ohne Behinderung eines anderen kann ich mir nur schwer vorstellen. Es wird in aller Regel behindernd sein. Und wenn es behindernd ist, führt es zu einem Punkt und bei 8 Punkten ist der Führerschein weg. Insofern müsste man hier, meine ich, etwas differenzierter vorgehen. Bei einer Gefährdung, bei einer Schädigung, klar, da sind wir im Punktebereich richtig aufgehoben. Aber da wir faktisch bei diesem Bereich des Anhaltens in zweiter Reihe oder auf einem Fahrradschutzstreifen faktisch immer eine Behinderung dabei haben, hätten wir eine extreme Unwucht im Bußgeldkatalog. Wir würden das Parken in Feuerwehrzufahrten billiger machen als das Halten in einem Fahrradschutzstreifen oder zweiter Reihe. Und das, meine ich, sollte vermieden werden. Die Lösung für den Lieferverkehr oder auch hier für Personen, die Gehbeeinträchtigungen haben, müsste letztlich sein, dass wir deutlich mehr Ladezonen ausgewiesen bekommen, dass wir auch Bereiche vor Arztpraxen ausgewiesen bekommen, wo ein Zusteigen problemlos möglich und explizit erlaubt ist. Denn andernfalls haben wir die Situation, dass dem Taxifahrer es erlaubt ist, in zweiter Reihe anzuhalten, um jemanden ein- und aussteigen zu lassen, es aber der befördernden Person eines Seniors nicht erlaubt ist, dort anzuhalten. Und diese Unwucht müsste bereinigt werden. Vielen Dank. Ja, vielen herzlichen Dank. Wenn man eine späte Frage kriegt, ist man immer in der Versuchung, schon mal alle Kolleginnen und Kollegen zu kommentieren. Ich will versuchen, der Versuchung nicht zu erliegen. Herr Staujohn, vielen herzlichen Dank an Sie für die Frage. Knappe Bemerkung vorab dann doch. Die Bundesregierung hat sich ja schon im Nationalradverkehrsplan vorgenommen, den Radverkehr anzuschieben. 15%. Herr Staatssekretär Ferlemann, der ja dankenswerterweise da ist, hat das mit eigener Wucht noch mal auf 25% hochgefahren, wofür wir sehr dankbar sind. 25% Radverkehr sei das Ziel der Bundesregierung. Am letzten Freitag im Klimapaket müssen noch mal deutlich höhere Zielzahlen hinterlegt worden sein, denn das, was der Radverkehr da an CO2-Einsparungen bringen soll, ist so erfreulich, dass offensichtlich die Bundesregierung von einer Vervierfachung des Radverkehrs ausgeht. Und das finde ich gut, als ADFC will ich deutlich sagen, das geht fast über unsere Forderungen hinaus, wer hätte das gedacht. Aber völlig klar, genau, Herr Don, ich bin ja begeistert. Ich habe Sie ja auf der Eurobike getroffen, wir haben uns all die schönen neuen Fahrräder angeguckt, die es da gibt, damit wird auch genau das passieren. Aber wenn wir den Radverkehr tatsächlich verzwei-, verdrei-, vervierfachen wollen, dann das wird nur funktionieren, wenn wir völlig andere Altersgruppen, völlig andere soziale Gruppen in den Radverkehr hineinbekommen als heute. Und dafür werden wir ihn viel, viel sicherer abwickeln müssen als heute. Die Hälfte aller im Radverkehr Getöteten ist über 65. Und das liegt nicht nur an der erhöhten Vulnerabilität, sondern das liegt vor allen Dingen daran, dass wir Radverkehr heute in einer Form abwickeln, die da offensichtlich große Probleme macht. Dass Radverkehr nicht zulasten von Fußverkehr gestaltet werden darf, ist vollkommen klar. Wir versuchen, die aktive Mobilität voranzubringen, auch wenn wir das Fahrrad immer noch im Namen haben. Für uns ist vollkommen klar, dass Rad und Fuß ganz, ganz eng zusammengehören und beide dürfen sich nicht kannibalisieren. Eine Vervierfachung des Radverkehrs bei einem Totaleinbruch des Fußverkehrs wäre nicht das, was wir gerne hätten. Wenn wir also Radverkehr wirklich voranbringen wollen und das ohne, dass wir noch mehr Menschen im Radverkehr verlieren, dann müssen wir tatsächlich massiv an die Straßenverkehrsordnung ran. Und ich bin einig mit den Kollegen, die gesagt haben, wir müssen auch ans Straßenverkehrsgesetz ran. Ich bin sehr dankbar, dass der Bundesverkehrsminister angekündigt hat, zumindest auf der Internetseite des BMVI, dass er das im nächsten Jahr auch tun wird. Ich hoffe, Sie haben ihn gerade hier nicht so behandelt, dass er im nächsten Jahr vielleicht nicht mehr Minister sein möchte, denn das muss er vorerst noch tun. Wir brauchen eindeutig auch Änderungen des Straßenverkehrsgesetzes. Der ADFC hat ja einen entsprechenden Vorschlag schon gemacht. Ich hoffe, der ist Ihnen allen im Sinn. Ansonsten habe ich ihn noch mal mehrfach mitgebracht. Die Frage, die Herr Staujohn gestellt hat, ist, er hat sich darüber gewundert, warum wir in unserem Gutachten Kritik am Parken, am Halten von Fahrrädern auf Radwegen geäußert haben. Ich will noch mal sehr deutlich machen, die Kritik, die wir geäußert haben, heißt, im jetzigen Entwurf werden alle Kinder mit allen Bädern ausgeschüttet, die nur denkbar sind. Im Moment, und das ist wahrscheinlich keine gute Regelung, im Moment ist es aber so, dass
überall da, wo Parken nicht verboten ist, für Autos Parken erlaubt ist. Und jetzt gehen wir ganz schnell mal aus der Berlin-Kreuzberg-engen Gasse raus und dann gehen wir in die Republik, in der die Menschen vor allen Dingen in kleineren Städten leben. Da ist 80-90% aller Stellen darf am Fahrbahnrand ein Auto parken. Das soll jetzt den Fahrrädern genommen werden. Das spielt im Alltag erstmal eine ganz, ganz geringe Rolle, denn Menschen stellen ganz selten ihr Fahrrad an den Fahrbahnrand, weil da überhaupt keine Abstellmöglichkeit ist. Also da steht ja nicht so ein Bügel oder irgendwie sowas. Das heißt, die Regelung, die hier vorgesehen ist, stellt nicht etwas klar, sondern schafft ein neues Verbot, nämlich dass man sein Fahrrad am Fahrbahnrand abstellt. Das ist eine Verschlimmbesserung, das muss wieder raus. Das ist auch, glaube ich, nicht das, was das BMVI will. Gleichzeitig, wenn ich jetzt wieder zurückgehe in die eher dichten Gebiete und mir eine eng bebaute Stadt angucke, führt es dazu, dass das, was viele von uns wollen und die meisten von uns auch hier schon mal gesagt haben, zum Beispiel Cab-Verkehre, also Kurierdienste, Paketdienste, immer mehr aufs Fahrrad zu bekommen, das wird natürlich massiv schwierig. Wenn ich als Lastenrad-Paket-Kurier-Fahrer, Fahrerin mein Lastenrad nicht mehr am Fahrbahnrand stehen lassen darf, da, wo ein Auto parken dürfte oder halten oder was auch immer. Wenn ich dem Fahrrad da Rechte nehme, die das Auto behält, das geht auf keinen Fall. Dass wir selbstverständlich nicht wollen, dass auf einem guten Radstreifen, am besten auf einem guten geschützten Radstreifen, von denen es immer mehr geben soll, auch das steht ja wohl im Klimapaket der Bundesregierung, dass da dann große, breite Lastenräder drauf halten dürfen, das finden wir auch, das soll nicht sein. Da sind wir, glaube ich, einig mit der Intention dessen, was hier in die Regelung reingeschrieben worden ist. Aber nochmal ganz deutlich, dieses Verbot, Fahrräder da abzustellen, wo Autos parken dürfen, muss wieder raus. Das ist ein viele Kinder mit vielen Bädern ausgeschüttet vom Vollzugsdefizit, das Kollege Brockmann mehrfach, betont hat, ganz zu schweigen. Vielen Dank. Kommt sehr häufig hierher, um sich zu erholen von dem rauen Wind, der draußen herrscht, und genießt es hier immer, wie toll wir sind. Frau Hurek, bitte. Ja, Herr Vorsitzender, vielen Dank, meine Damen und Herren. Herr Stein, Sie haben nach den Schutzstreifen außerorts gefragt. Ich bin sehr dankbar darüber, dass die Koalitionsfraktion das ja im Koalitionsvertrag untergebracht hat, genau das Thema. Da steht ja nicht nur, dass wir uns der Vision Zero verpflichtet haben, sondern da steht ja genau der Satz drin. Deshalb wollen wir nach Auslaufen des Verkehrssicherheitsprogramms 2011 ein Anschlussprogramm auflegen. Die Umsetzung von verkehrssicherheitserhöhenden Projekten, wie zum Beispiel Schutzstreifen für Radfahrer außerorts, wollen wir unterstützen. Das steht da schwarz auf weiß. Das von Ihnen angesprochene Modellprojekt hat gezeigt, Schutzstreifen bedeuten keine zusätzlichen Gefahren, wenn die Höchstgeschwindigkeit von 70 km/h reduziert ist und die Kfz-Belastung pro Tag bei unter 2000 Fahrzeugen liegt. Keinesfalls ersetzen jedoch diese Schutzstreifen aus Sicherheitsgründen aber erforderlich getrennte Radwege, das ist auch klar. Vorbild für das Modellprojekt waren ja sogar die Niederlande und die Schweiz, wo diese Form der Verkehrsführung bereits ja seit Jahren erprobt wird und auch sehr erfolgreich und eben sich bewährt hat. Wenngleich ich dazu sagen muss, ich bin immer vorsichtig mit diesen Modellprojekten aus anderen Staaten, weil doch die Radfahrkultur natürlich gerade in den Niederlanden und die topografischen Gegebenheiten in der Schweiz andere sind. Dennoch hat das Modellprojekt auch gezeigt, dass sich Auto- und Radfahrer damit anfreunden können. Die Schutzstreifen hat die Kraftfahrzeugführenden sensibilisiert und hielt sie auch zur Rücksichtnahme an. Auch die Kommunen waren nach den eigenen Aussagen ja damit zufrieden. Mit dem Schutzstreifen sollte insbesondere in ländlichen Regionen ein Angebot geschaffen werden, wo aus Sicherheitsgründen eben keine baulichen Radwege erforderlich sind oder ein alternatives Wegenetz eben nicht vorhanden ist. Unserer Ansicht nach besteht durch den Schutzstreifen entsteht für den Radfahrer mehr Aufmerksamkeit, sodass der Überholvorgang erst nach der Vorbeifahrt des Gegenverkehrs durchgeführt wird. Und grundsätzlich hat das Modellprojekt unseres Erachtens auch gezeigt, dass der Fahrzeugführende die Geschwindigkeit noch weiter reduziert, was dann eben auch weiter als 70 Stundenkilometer, dies trägt zusätzlich zur Verkehrssicherheit bei.
Für den ländlichen Raum, gerade in den Bereichen, in denen es auch keine Schulbusse mehr gibt, aus welchen auch Gründen auch immer, ist es unserer Ansicht nach eine gute Alternative eben zu keinem Radweg. Ich möchte aber auch ganz deutlich sagen, dass neue Lösungen gefunden werden müssen, neue Lösungen, um außerorts eben einen sicheren Radverkehr, das ist häufig genug gesagt worden, zu gewährleisten. Aber für Straßen mit geringer Verkehrsdichte, auf denen der Bau eines Radweges nicht begründet ist, brauchen wir eben diese Alternativen und da liegt die Lösung dieses Modellprojektes auf dem Tisch. Für uns als ACE ist es unverständlich, warum das Projekt bislang nicht weiter verfolgt wurde, denn es hat sich als wirksam und erfolgreich herausgestellt. Schutzstreifen dürfen aber keine flächendeckende Maßnahme sein. So war es natürlich auch nicht angedacht. Aber es gibt Strecken, da sind sie besser. Wie gesagt, nochmal, Redundanzen sind wichtig. Besser als gar keine Maßnahme, als gar kein Radweg. Beziehungsweise als nur die Straße. Bei äußerst wenig befahrenen Landstraßen mit konsequenter Temporeduzierung, also auch deutlich weniger als 70 km/h. Für solche Landstraßen kämen bauliche Radwege, wenn überhaupt, erst in einiger Zeit in Frage. Die Bundesregierung muss daher unserer Ansicht nach Alternativen zum Schutz von Radfahrern auf den Weg bringen, um damit auch den Nutzungsanforderungen im ländlichen Raum entsprechen. Kompromisse sind dabei unabdingbar, wie das ja auch die Straßenverkehrsordnung und gerade die Diskussion hier zeigt. Das vorgeschlagene Maßnahmenpaket begrüßen wir, bis auf ein paar vorgeschlagene Änderungen, die vorgesehen sind. Das finden Sie in der schriftlichen Stellungnahme, da will ich jetzt nicht im Einzelnen drauf eingehen. Verkehrssicherheit aller Verkehrsteilnehmer ist bei allen Überlegungen die oberste Prämisse. Und wir müssen eben auch anerkennen, und da komme ich auch gerne auf das Thema Kreuzberg zurück, Herr Storck, Radfahren gehört zum alltäglichen Straßenbild und nicht nur in Berlin. Raus aus dem Auto, rauf aufs Rad, umweltbewusst fortbewegen, das ist politischer Wille, so steht es meines Erachtens auch im Koalitionsvertrag. Das muss aber auch heißen, mehr Rücksicht, mehr Fairness im Straßenverkehr, Verkehrssicherheit beginnt im Kopf eines jeden Verkehrsteilnehmers, also nicht nur desjenigen Autofahrers, Radfahrers, sondern aller Verkehrsteilnehmer. Es geht darum, vorausschauend zu fahren, fair, defensiv und entspannt und vor allem regelkonform. Da wiederhole ich mich jetzt auch, beziehungsweise das hat Herr Kellner auch schon gesagt, Regeln müssen kontrolliert werden. Es nützt die strengste Verordnung nichts, wenn nicht entsprechend kontrolliert wird. Und in den Städten, da würde ich jetzt das nächste Fass mit aufmachen, halte mich deswegen kurz, geht es dann auch noch um den Umbau der Infrastruktur und die Neuverteilung des Straßenraums, aber das wäre vielleicht noch ein neues Thema. Danke. Die Anregung für die Zeugen. Genau. Vielen Dank, Herr Vorsitzender. Das Thema Fahrradstraßen wurde an mich gestellt und Fahrradzonen. Fahrradstraßen sind ein Element in der Straßenverkehrsordnung seit 1997. Sie wurden damals eingerichtet, um dem Radverkehr komfortable Strecken anzubieten und den Autoverkehr auf andere Trassen zu verlagern, zum Beispiel auf die Hauptstraßen. Das Thema Fahrradzonen findet sich in den Vorüberlegungen zur StVO-Novelle jetzt und wird in einem Modellvorhaben in Bremen gerade erprobt. Der Gedanke der Fahrradstraßen, solange es sie gibt, ist in der Bevölkerung kaum bekannt. Man darf zu zweit nebeneinander fahren als Radfahrer. Autofahrer dürfen Radfahrer nicht gefährden, dürfen sie ja sowieso nicht. Und es gilt Tempo 30. Kfz-Verkehr ist nur erlaubt, wenn das durch Zusatzschilder ermöglicht ist. Das kann entweder Kfz-frei sein oder es ist meistens anliegerfrei als Zusatzschild dort. Das Zusatzschild anliegerfrei lässt sich eigentlich nicht überprüfen. Es wäre ein riesiger Aufwand und so findet man schlaue Taxifahrer und viele andere Verkehrsteilnehmer, die die Fahrradstraßen als Ausweichstrecken zu verstauten Hauptverkehrsstraßen nutzen. Fahrradstraßen haben den riesigen Vorteil, dass sie von der Kapazität her nicht so begrenzt sind wie Radwege, wo man einzeln hintereinander fahren muss. Und wenn in einer Stadt wie Berlin im Berufsverkehr so viel Radverkehr ist, der Autofahrer überhaupt nicht mehr rechts abbiegen kann, wenn er über den Radweg muss, weil immer zu Radfahrer kommen. Also Fahrradstraßen bieten auch die Möglichkeit an, dass der Radverkehr wächst und wächst, ohne dass gleich alles verstopft oder nicht mehr funktioniert. Insoweit, denke ich, ist das ein sehr sinnvolles Element für die Verkehrsplanung. Fahrradstraßen sind gedacht, um den Radverkehr linear auf längeren Streckenabschnitten in einer guten Qualität führen zu können. Man kann mehrfach hintereinander Vorfahrtsstraßen ausweisen, muss es im Moment getrennt machen.
und hat dann auch für den Radverkehr eine relativ störungsfreie Möglichkeit, zügig zu fahren. So ähnlich wie der Gedanke der Radschnellwege außerorts vor allem funktioniert, ist das Thema Fahrradstraßen auch für kleinere Verkehrsmengen innerorts, denke ich, der richtige Gedanke. Das Problem, dass der Radverkehr bei den Fahrradstraßen vom Kfz-Verkehr immer noch bedrängt, belästigt, gestört wird, kann man durch bauliche Lösungen, beispielsweise durch Poller, die an den Kreuzungen quer über die Straßen gestellt werden, lösen, sodass der Kfz-Verkehr dann nicht die durchgängige Strecke hat, sondern wieder irgendwo nach rechts oder links abbiegen muss, während der Radverkehr durchfahren kann. Die Möglichkeit, diese Lösungen einzurichten, sind nach der Verwaltungsvorschrift der Straßenverkehrsordnung noch im Moment sehr begrenzt. Da müsste man irgendwo, denke ich, neue Formulierungen finden. Und insoweit, denke ich, sind gerade für dieses Thema Radverkehr zu steigern, einen Zuwachs zu organisieren, Fahrradstraßen ein ganz wichtiges Element. Es wäre auch wichtig, dass die nicht nur dort eingerichtet werden können, wo der Radverkehr sowieso schon heute dominiert. Das ist auch im Kleingedruckten des Verkehrszeichens vorgesehen, sondern auch auf Abschnitten dazwischen, wo es das eben erst in Zukunft sein kann oder wo das noch kein Planer jetzt irgendwo nachgewiesen hat. Also man macht es relativ kompliziert, dieses Schild aufzustellen, und da sollten die Kommunen mehr Möglichkeiten haben. Zu den Fahrradzonen habe ich mich in unserem Papier kritisch geäußert. Der Gedanke ist natürlich nicht schlecht, dass man in der ganzen Zone den Radverkehr befürwortet, aber eigentlich ist dieses Nebeneinanderfahren dürfen ja auch jetzt in den Überlegungen zur StVO-Novelle an anderer Stelle schon mehrfach enthalten. Und wenn man in den 30er-Zonen klarstellt, dass dort Radfahrer nebeneinander fahren können, dann brauchen wir Fahrradzonen nicht. In den 30er-Zonen, nicht in den 30er-Straßen, dort ist natürlich eine ganz andere Situation, aber dort, wo sowieso Zonenfahrverhalten ist und man jedes Mal rechts vor links hat, dort, denke ich, passt dieses Nebeneinanderfahren dürfen als generelle Lösung für den Radverkehr auch gut ins System. Und deswegen ist der Vorschlag, eben keine Fahrradzonen als eigenes Verkehrszeichen auszuweisen, sondern stattdessen Tempo-30er-Zonen mit der zusätzlichen Regelung, Radfahrer dürfen nebeneinander fahren, auszustatten. Danke sehr. Zeit veranschlagen, weil die Grenze ist scharf gestellt mit 13 Uhr wegen Plenum drüben. Wir machen gleich weiter mit dem Kollegen Storjohann wieder. Ich habe jetzt eine Frage an Professor Dr. Brenner, nee, zwei sogar. In Ihrer Stellungnahme gehen Sie vorrangig auf die rechtliche Einordnung des § 45 Straßenverkehrsordnung ein, dass Sie dort nochmal die rechtlichen Grundlagen erläutern und auch einen Verbesserungsvorschlag zur Umsetzung. Und der zweite Punkt ist, es wird hier immer sehr stark darauf abgehoben, dass alles gleichberechtigt sein muss und dass die Fahrradfahrer nicht benachteiligt werden dürfen und, und. Wie machen wir das denn bei den Bußgeldern? Also da haben wir ja das Problem, dass wenn wir Regeln aufstellen, sie nicht befolgt werden, ist die Frage, wann werden sie befolgt, wenn kontrolliert wird und wenn es auch penalisiert wird. Inwieweit ist es rechtlich vielleicht geboten oder möglich, dann auch die Regeln anzupassen? Rotlichtverstoß gibt nur die Hälfte beim Fahrradfahrer gegenüber dem Pkw-Fahrer. Gibt es da Überlegungen, das eventuell so zu lassen oder müssten wir das auch ändern? Vielen Dank. Dann machen wir weiter. Ich weiß jetzt, Dr. Spange wieder, Herr Wiele bitte. Herr Wiele für die AfD-Fraktion. Ja, zwei kurze Fragen. An den Herrn Kellner möchte ich gerne die Frage stellen, ob er das neu einzuführende Verkehrszeichen Überholverbot für einspurige Fahrzeuge für notwendig hält oder ob sich das nicht aufgrund von den Mindestabständen sowieso ergibt. Also wir sind ja immer so im Spannungsfeld zwischen Regelungsklarheit und, ich sage jetzt mal umgangssprachlich, Schilderwald. Außerdem möchte ich gerne Herrn Brockmann noch fragen, wie denn aus seiner Sicht die Zunahme von Radfahrunfällen zu begründen ist, ob sich daraus dann auch Konsequenzen vielleicht nochmal für die Straßenverkehrsordnung ergeben sollten. Liegt das nur an der Zunahme des Radverkehrs? Spiegelt die offizielle Statistik die Realität dann überhaupt wider? Oftmals liest man ja auch von sogenannten Alleinunfällen. Und Studien über die in Krankenhäusern eingelieferten Patienten ergeben, dass es über die offizielle Statistik hinaus eine hohe Dunkelziffer verletzter Radfahrer und Fußgänger geben
muss. Wie beurteilen Sie in diesem Zusammenhang die Sicherheit im Radverkehr? Gibt es da vielleicht Probleme, die noch nicht erkannt sind? Danke sehr, Frau Kollegin Kolkmaß, bitte für die SPD-Fraktion. Ja, die erste Frage geht bei mir auch an Herrn Kellner. Um städtebauliche Planung und Entwicklung besser auf den Bedarf des Radverkehrs auszurichten, wird ja die Möglichkeit diskutiert, eine Regelung zur Erleichterung der Umsetzung von kommunalen Radverkehrsplänen in die StVO aufzunehmen. Die Städte sollen dann hierbei konkrete Radverkehrspläne entwickeln, in denen dann anordnungspflichtige Radverkehrsführungen und ein Verkehrszeichenplan aufgeführt und abgestimmt sind. Die Straßenverkehrsbehörden, die vollziehen das Ganze. Wie beurteilen Sie diese mögliche Regelung und welche Rolle könnte in diesem Zusammenhang auch eine Neufassung der Innovationsklausel spielen, die von der Verkehrsministerkonferenz auch vorgeschlagen wurde? Und dann die zweite Frage geht an Frau Hurek. Thema Einbahnstraßen. Und das ist auch in dem Antrag der Grünen schon einmal angesprochen worden. Es besteht ja bereits die Möglichkeit, Einbahnstraßen für den Radverkehr auch in Gegenrichtung freizugeben. Das ist aber nicht die Regel, sondern eben nur im Einzelfall. Und dadurch kann es auch gerade, wenn man als Autofahrer das Verkehrszeichen dann nicht gesehen hat, zu Irritationen führen. Sollte man da vielleicht gerade in Tempo 30 Einbahnstraßen grundsätzlich den Radverkehr in der Gegenrichtung freigeben? Und mich würde dabei noch interessieren, soll das dann nur auf den Radverkehr beschränkt sein oder wie ist das mit anderen Fahrzeugen, zum Beispiel die viel diskutierten Elektrokleidsfahrzeuge? Vielen Dank. So, wir machen weiter mit der FDP-Fraktion. Ich weiß nicht, wer. Dr. Jung ist dran. Nur ein kleiner, dezenter Hinweis. Also die Möglichkeit, zwei Fragen zu stellen, heißt natürlich zwei Fragen und nicht Unterfragen. Da wollte ich noch mal dezent darauf hinweisen, weil sonst kommen wir gar nicht durch. Bitte, Dr. Jung. Ja, sehr geehrter Herr Vorsitzender, ich habe nur eine Frage für die zweite Runde und sie geht noch mal an den Herrn Skopin von der DEKRA. In Ihren Unterlagen, die Sie eingereicht haben, sprechen Sie für die verbindliche Einführung eines technischen Regelwerks für die Planung und den Betrieb von Radverkehrsanlagen aus. Und die Frage, die sich für mich stellt, welche Chancen bietet eine solche Verbindlichkeit in Bezug auf die allgemeine Verkehrssicherheit? Danke sehr. Für die Fraktion Die Linke, ich weiß jetzt nicht, Frau Leidig, bitte. Ja, also ich möchte gerne zwei Fragen an zwei verschiedene Sachverständige stellen, also und zwar an die beiden Frauen. An Frau Eberlein würde ich gerne noch mal die Frage nach den Fahrradvolksbegehren stellen, die ja in verschiedenen Städten aktiv sind und da Ihre Einschätzung, ob es sozusagen zentrale Forderungen gibt, die bei allen wieder auftauchen und was da das Wesentliche ist. Also das geht so ein bisschen in die Richtung, wie kann es gelingen, den Fahrradverkehr zu vervierfachen. Also da gibt es unterschiedliche Dynamiken. Die einen kommen eben sozusagen top-down und dann gibt es aber eben auch die Bottom-up-Bewegung. Und da interessiert mich einfach, was das Zentrale, die zentralen Punkte sind, die da weiterführen. Und an Frau Hurek, Sie haben in Ihrer Stellungnahme was über die Bußgeldfrage geschrieben und ich möchte es kurz einbinden. Tatsächlich ist es ja so, dass wenige Verkehrsteilnehmer und ich sage jetzt mal wenige Autofahrer viel Schaden anrichten. Das kennen wir alle, die Situation, dass mit total überhöhter Geschwindigkeit, mit aufgebohrtem Auspuff und so weiter wirklich systematisch Regeln verletzt werden und man immer das Gefühl hat, da passiert gar nichts. Abgesehen von den Falschparkerinnen und Falschparkern, die ja auch hinlänglich sozusagen als Massenphänomen bekannt sind. Sie haben jetzt in Ihrer Stellungnahme gesagt, Bußgelder nicht sozusagen generell erhöhen, aber Sie verweisen auf so einen Punkt, dass ja bei der Ahndung der Rettungsgasse auch das Fahrverbot ein Mittel ist. Und meine Frage ist nun, ob aus Ihrer Sicht nicht dieses Mittel ausgeweitet werden müsste, weil es natürlich auch in sich sozial absolut gerecht ist. Denn selbst ein Strafzettel von 200 Euro kann eben von bestimmten Leuten locker bezahlt werden, aber zwei Monate nicht Autofahren trifft alle gleichermaßen hart. Also was würden Sie zu so einer Veränderung der Bußen sagen, also die in diese Richtung geht.
Danke sehr. Kollege Gelbhaar, bitte, für die Grünen. Vielen Dank, Herr Vorsitzender. Ganz kurze Kommentierung. Ich würde gerne den Hinweis auch für uns als Ausschuss noch mal mitnehmen, dass wir haben sehr viel über Abbiegeassistenten und Lkw gesprochen. Jetzt gab es explizit den Hinweis, dass Thema Sicherheitstechnik auch auf dem Pkw verstärkt zu denken. Das teile ich. Ich bitte auch alle Fraktionen, das explizit als Punkt mitzunehmen. Wir sind natürlich beim Lkw eingestiegen, weil da die Technik an der Stelle da war und die Schwere der Vorfälle dort besonders zu beobachten war. Und deswegen ist das da an der Stelle, glaube ich, auch so medial breit gewürdigt worden. So, jetzt aber zu meinen Fragen. Ich habe zwei Fragen. Zum einen nochmal zum Gesamtvorwurf, Entwurf, der ist, tja, das passt beides. Zum Gesamtentwurf der StVO, so wie er uns vorliegt, und des nicht vorliegenden Entwurfs des StVGs, Stichwort, dass man eben zum Entwurf ja eben nicht nur Verkehrssicherheitsaspekte berücksichtigen kann, sondern Umwelt, Klima, Gesundheitsziele, städtebauliche Maßnahmen ist jetzt in den Einzelfragen schon eingeflochten worden. Deswegen würde ich den ADFC nochmal bitten, das zu bewerten, weil Sie jetzt explizit auch einen eigenen Entwurf vorgelegt haben. Also das heißt, wir haben einen Antrag hier reingelegt, der Bundesrat hat einen Antrag vorgelegt und es gibt einen Vorschlag vom ADFC. Das heißt, wo sind die Differenzen, was fehlt Ihnen im vorliegenden Entwurf zur StVO vom BMVI? Das ist der eine Fragepunkt. Der andere Fragepunkt, den möchte ich an den Herrn Bracher nochmal richten, zum Thema Bußgeldkatalog. Wir müssen kurz ausholen. Wir hatten vorhin die Situation im Ausschuss, dass Herr Verkehrsminister Scheuer kritisiert hat, dass Menschen, Fußgänger, auch über abgestellte Fahrräder stolpern. Nun ist gerade hier, kommen gleich zum Bußgeldkatalog, nochmal gesagt worden, dass es ja schon verwirrend ist, dass man jetzt eben Fahrräder, das durch die Neuregelung des Abstellens des Fahrrades auf der Fahrbahn ja quasi noch mehr verunmöglicht wurde. Nun ist das, glaube ich, im Bußgeldkatalog noch nicht aufgenommen. So gesehen ist sowieso die Frage, wie das genau zueinander passt. Also einfach die Bitte, lassen Sie uns nochmal teilhaben in Ihren Gedanken. Ist diese Anpassung des Bußgeldkataloges, passt die? Ist die umfassend genug oder ist das so eine punktuelle Geschichte? Und jetzt habe ich doch eine Unterfrage gemacht. Ich sehe es ein, ja, weil mich das vorhin noch so beeindruckt hat mit den Fahrrädern an den Seitenstreifen. Vielleicht können Sie das irgendwie einbauen. So, Brenner, bitte. Sie haben das Wort. Zwei Fragen. Vielen Dank, Herr Vorsitzender. Ich hatte zwei Fragen von Herrn Storjohann. Die erste Frage betraf den Paragraphen 45 der StVO. Mir ist klar, dass wir hier nicht im juristischen Seminar sind, aber ich will vielleicht trotzdem noch aus Gründen der rechtlichen Klärung einige Worte finden, denn dieser Paragraph 45 ist so ein bisschen gekennzeichnet, auch diese Experimentierklausel, durch eine gewisse Vermischung von Straßenrecht und Straßenverkehrsrecht. Und das sind kompetenzrechtlich zwei komplett unterschiedliche Bereiche, die auch einmal in die Zuständigkeit des Landes, zum anderen in die Zuständigkeit des Bundes fallen. Zur Klärung: Das Straßenrecht umfasst die Gesamtheit der öffentlich-rechtlichen Vorschriften, die die Rechtsverhältnisse an Straßen zum Inhalt haben. Da fällt drunter die Widmung, da fällt drunter die Entwidmung, darunter fällt auch beispielsweise die Einziehung. Das ist das Straßenrecht aus den Händen der Bundesländer. Demgegenüber hat das Straßenrecht zum Ansatz und zum Ziel, den Verkehr unter ordnungsrechtlichen Gesichtspunkten zu lenken und zu leiten, ist also intendiert und getragen von der Intention, die Sicherheit und Leichtigkeit des Verkehrs zu ermöglichen. Und deswegen setzt auch das Straßenverkehrsrecht immer am Bestehen einer Gefährdung an, dient also der Sicherung des Verkehrs unter ordnungs- und sicherheitsrechtlichen Gesichtspunkten. Das Problem ist jetzt, dass das Straßenverkehrsrecht privilegienfeindlich ist. Ich kann also nicht mithilfe des Straßenverkehrsrechts die Widmung, die straßenrechtlich verortet ist, aushöhlen oder unterminieren. Und genau in diese Richtung geht die Experimentierklausel, indem versucht wird, mithilfe des Straßenverkehrsrechts gewissermaßen in den Sphären des Straßenrechts zu wildern. Das Straßenverkehrsrecht ist immer gebunden an den Rahmen der straßenrechtlichen Widmung und kann nicht dazu hergenommen werden, die straßenrechtliche Widmung auszuhöhlen
zu unterminieren oder gar in ihr Gegenteil zu verkehren. Das heißt, wenn eine Widmung ausgesprochen ist, die die Verkehrsbestimmung der Straße darlegt, dann kann das nicht konterkariert werden durch straßenverkehrsrechtliche Regelungen. Und deswegen begegnet mir der § 45 mit doch ziemlichen rechtlichen Vorbehalten, weil das Straßenverkehrsrecht nicht dazu instrumentalisiert werden darf, beispielsweise mit den Mitteln des Straßenverkehrsrechts dauerhaft eine Entwidmung oder eine Umwidmung von straßenrechtlich gewidmeten Straßen vorzunehmen. Ich darf also nicht mithilfe des des Straßenverkehrsrechts straßenrechtliche Entscheidungen konterkarieren. Und wenn nun aus verschiedenen Gründen, touristische Gründe, Umweltgründe, wie auch immer, versucht wird, mithilfe des Straßenverkehrsrechts das Straßenrecht, ich sage mal ein bisschen salopp, auszuhebeln, dann wildert im Grunde genommen der Bund in den Sphären der Länder und wildert in den Sphären des Straßenrechts. Und das begegnet dann durchgehenden Bedenken. Was ich also sagen will, ist, dass nur Gründe der Sicherheit oder Ordnung in der Lage sind, straßenverkehrsrechtliche Maßnahmen zu tragen. Und die müssen sich stets im Rahmen der straßenrechtlichen Widmung halten. Ich kann aber nicht die straßenverkehrsrechtliche Anordnung hernehmen, um die straßenrechtliche Widmung zu unterlaufen. Das heißt im Ergebnis, ich darf keine faktische dauerhafte Entwidmung etwa einer Straße, die dem allgemeinen Straßenverkehr gewidmet ist, vornehmen mit den Mitteln des Straßenverkehrsrechts. Und deswegen begegnet der Vorschlag, diese Experimentierklausel relativ großzügig anzuwenden, erheblichen Bedenken, weil der Bund damit im Grunde genommen in Sphären wildert, die dem Straßenrecht zugehören und die dann auch in die Zuständigkeit der Länder fallen. Ich will noch mal betonen, das Straßenverkehrsrecht ist privilegienfeindlich und deswegen kann es nicht dazu hergenommen werden, das Straßenrecht auszuhöhlen. Die zweite Frage, die Herr Abgeordneter Storjohann an mich gerichtet hat, ist die Frage der Gleichberechtigung, der Bebußung von Autofahrern und von Fahrradfahrern. Da kann es nach meiner Auffassung natürlich keinen Unterschied machen, ob jemand als Fahrradfahrer oder als Autofahrer eine Verkehrsordnungswidrigkeit begeht. Beide sind Verkehrsteilnehmer und sind deswegen in gleicher Weise auch zur Verantwortung zu ziehen, wenn sie im Straßenverkehr eine Ordnungswidrigkeit begehen. Es darf da also nicht differenziert werden. Der eine kann weniger stark bestraft werden, weil er vielleicht nur mit einem Fahrrad unterwegs ist und der andere mit dem großen Auto. Das würde auch vielleicht mit Blick auf die Gleichbehandlung, Artikel 3 Absatz 1 Grundgesetz, Bedenken begegnen. Alle Verkehrsteilnehmer sind gleich zu behandeln. Und ein weiteres Problem wäre vielleicht noch, wenn man von einer Ungleichbehandlung ausgehen wollte, dann wäre das wahrscheinlich auch unter Akzeptanzgesichtspunkten schwierig, dass der Fahrradfahrer gewissermaßen weniger scharf bestraft wird als der Autofahrer. Also auch dieser Aspekt der Akzeptanz würde, glaube ich, einer solchen Idee entgegenstehen. Ja, aber deswegen meine ich, ist es verfassungsrechtlich bedenklich, wenn ich Verkehrsteilnehmer, weil sie unterschiedlich sich im Verkehr bewegen, unterschiedlich behandeln. Deswegen hätte ich da doch erhebliches Bauchweh, das auf Dauer so fortzuführen. Vielen Dank. Genau, ich hatte zwei Fragen. Die erste Frage beschäftigte sich mit dem Verkehrszeichen für ein Überholverbot von einspurigen Fahrzeugen. Ich würde die gerne im Zusammenhang mit dem Antrag der Grünen an dieser Stelle beantworten, die davon ausgehen oder fordern, es sollte doch der Mindestabstand beim Überholen von Radfahrenden und Fußgängern normiert werden. 1,50 Meter, das ist ja auch in der Rechtsprechung jetzt schon so gang und gäbe, aber sicherlich würde eine Aufnahme in die StVO auch an dieser Stelle nochmal eine Klarstellung bringen und könnte aufklärenden Charakter haben. Insofern halten wir von dieser Normierung des Mindestüberholabstandes sehr viel, wobei wir bei 1,50 Meter eben von einem Gebiet ausgehen, in dem es Tempo 30 gibt. Bei Tempo 50 könnte man sogar an 2 Meter denken. Wenn man davon ausgeht, dass wir das schaffen, das in die StVO reinzubekommen, dann wäre eigentlich dieses Verkehrsschild aus unserer Sicht obsolet, denn wo könnte es stehen? Es könnte ja eigentlich nur dastehen, wo es Engstellen gibt. An Engstellen darf sowieso schon nach § 5 Absatz 4 der StVO, Absatz 2 der StVO nicht überholt werden. Insofern braucht man dafür eigentlich kein weiteres Verkehrsschild,
sondern stattdessen die klare Regelung, die klare Normierung des Mindestüberholabstandes. Ich glaube, das würde deutlich mehr helfen. Ein solches Schild hätte auch darüber hinaus noch den Nachteil, dass man davon ausgehen könnte, dass überall da, wo es fehlt, man möglicherweise etwas unbefangener überholen kann. Und das wollen wir eigentlich nicht, sondern ich denke gerade innerorts, gerade wenn es etwas enger zugeht, dann sollte man als Kraftfahrer doch mit dem Überholen von vor einem fahrenden Radfahrern beispielsweise vorsichtig sein. Und das wird sicherlich etwas sein, was man im Laufe der nächsten Monate und Jahre immer stärker auch in die Aufklärungsarbeit mit reinnehmen muss. Und das sollte auch in der StVO eine entsprechende Entsprechung finden. Das Schild wäre aus unserer Sicht eigentlich dann nicht mehr notwendig. Die zweite Frage, vielen Dank auch dafür, beschäftigte sich mit dem Thema Radverkehrsplänen für Kommunen und ob es eine Möglichkeit geben könnte, eine Regelung zur erleichterten Umsetzung entsprechend in die StVO aufzunehmen, mit dem Wunsch quasi oder der Aufforderung, dass die Städte entsprechende Radverkehrspläne entwickeln, in denen alle anordnungspflichtigen Radverkehrsführungen und ein Verkehrszeichenplan mit aufgenommen werden. Das können wir nur begrüßen. Das ist eine sehr sinnvolle Überlegung und eine sehr sinnvolle Vorgehensweise. Also eigentlich können wir sagen, ja. Man muss vielleicht noch hinzufügen, dass ein solcher Radverkehrsplan immer ein Bestandteil sein sollte von einem gesamten Netzplan. Denn wir wollen ja den Anspruch nicht aufgeben, dass wir sagen, es geht ja auch um die anderen Verkehrsteilnehmerinnen und Verkehrsteilnehmer und auch die müssen natürlich entsprechend berücksichtigt werden. Insofern sollte die Kommune einen Gesamtnetzplan machen und der Radverkehrsplan wäre dann ein Teil dessen. Aber ansonsten finden wir dieses Vorgehen, wie es auch in der Frage schon skizziert, sehr sinnvoll. In diesem Zusammenhang ist dann auch noch mal die Innovationsklausel angesprochen worden. Wir haben ja schon mehrfach heute das als Thema gehabt. Ich habe es ja vorher schon mal beim Thema Tempo 30 gebracht. Aber auch generell ist dafür diese Innovationsklausel, die die VMK verabschiedet hat, einstimmig, wie gesagt, ein sehr guter Hebel. Diese Neufassung sagt ja, dass für örtlich und zeitlich begrenzte Pilotprojekte den obersten Straßenverkehrsbehörden der Länder die Möglichkeit gegeben werden soll, Modellversuche zur Erhöhung der Sicherheit und zur Verbesserung der Leichtigkeit des Radverkehrs auch unabhängig von der Gefährdungslage auf Antrag zu genehmigen. Und natürlich könnte ein Radverkehrsplan auch mit Hilfe dieser Innovationsklausel, wenn sie denn der Bund sich zu eigen machen würde und wenn das jetzt einfach umgesetzt werden könnte, was eigentlich möglich wäre, dann könnte das sehr sinnvoll sein für die Entwicklung dieses Radverkehrsplans und auch für die entsprechende Umsetzung. Das wäre dann sicherlich auch verbunden nochmal mit einem Monitoring und auch mit einer Evaluierung. Und auch, glaube ich, das ist auch für eine Kommune wichtig, zu sehen, wie haben wir gut geplant, wie hat sich es mittlerweile verändert, wie hat sich der Modal Split bei uns geändert und müssen wir möglicherweise den Plan ergänzen, erweitern, verändern. Das ist ein stetiger Prozess, aber mit Hilfe dieser Klausel sehr, sehr gut zu lösen. Um eins muss ich leider scharf hier zu Ende machen. Wir haben noch 6 Leute auf der Liste, also bedenken Sie das bitte. Als nächstes Frau Hurek, bitte. Ich kann es auch kurz machen. 2 Fragen. Zu der Einbahnstraße. Generell sind wir der Auffassung, Öffnung der Einbahnstraßen, generelle Öffnung in beide Richtungen. Das macht es für alle Verkehrsteilnehmer einfacher, nicht nur für den Autofahrer, der dann weiß, es kann mir jederzeit in einer Einbahnstraße, da wo der Platz gegeben ist, ein Rad entgegenkommen. Es macht es aber auch für den Fußgänger einfacher, der nämlich links und rechts gucken muss, egal über welche Straße er geht. Und es macht es für den Radfahrer sowieso auch einfacher, weil ich glaube, dass es der Verflüssigung des Radverkehrs dienlich ist. Zum anderen hat auch die Unfallforschung ja aus dem Jahr 16, vielleicht können Sie das noch näher erläutern, Sie haben auch nur 5 Minuten, genau, dann lassen wir es, dass es zu geringen Unfallbelastungen und wenig verkehrlichen Konfliktpotenzialen gekommen ist.
Zu Ihrer Frage zu den Elektrokleinstfahrzeugen, da sind wir ganz strikt und sagen, Elektrokleinstfahrzeuge gehören nicht in diesen Bereich, weil Elektrokleinstfahrzeuge Fahrzeuge sind, Kraftfahrzeuge. Ich denke, neu diskutieren muss man dann das Thema S-Pedelecs, weil S-Pedelecs ja normalerweise als Fahrräder dann doch gelten. Nein, Herr Stock? Gut, dann ist das auch an der Stelle ganz klar, denn da war ich mir jetzt nicht ganz sicher. Zu dem Thema von Frau Leidig, Bußgeld. Ja, wir begrüßen das sehr deutlich, dass es zu einer massiven Erhöhung gekommen ist, gerade bei der Rettungsgasse. Die andere Diskussion begrüßen wir. Wir haben in der Vergangenheit immer gesagt, es muss eine Hemmschwelle sein. Ein Bußgeld muss eine Hemmschwelle sein. Sie alle kennen die Diskussion aus der Schweiz. Das heißt immer, fahr in der Schweiz bloß nicht zu schnell, weil da kostet es verdammt viel Geld. Ich glaube, das ist die einzige Stellschraube, gerade bei dem Thema Halten auf Schutzstreifen, auf Fahrradschutzstreifen, an der wir überhaupt drehen können. Und über die genaue Höhe und gibt es einen Punkt, muss man dann vielleicht noch mal reden. Ich denke, man muss sich dieses Dreieck noch mal angucken, Höhe der Bußgelder, die Wahrscheinlichkeit, dass man tatsächlich entdeckt wird, wenn man nämlich falsch parkt oder hält. Und was habe ich eigentlich davon, wenn ich jetzt in zweiter Spur eben stehe und die Hemden aus der Reinigung abhole? Tut es dann nicht vielleicht doch weh, wenn die Hemden plötzlich nicht mehr 1,50 Euro, sondern 60 Euro kosten? Meines Erachtens ist das die Stellschraube, an der wir eine Möglichkeit haben. Danke. Vielen Dank. Das passt jetzt ganz gut, weil Herr Brockmann ist nämlich als Nächstes dran. Ja, vielen Dank nochmal. Also ich bin nach der Gründen für die Zunahme von Radverkehrsunfällen gefragt worden. Dazu gehört bei mir normalerweise ein Vortrag von einer halben Stunde. Wenn Sie mich nochmal separat einladen möchten, komme ich gerne. Ich versuche das jetzt mal ganz schnell zusammenzufassen. Das erste war mal die Frage nach der Dunkelziffer. Die Dunkelziffer haben wir vor einigen Jahren mal mit den Kliniken der Stadt Münster zusammen untersucht. Und sind darauf gekommen, dass auf jeden der Polizei bekannten Radunfall 4 weitere kommen, die wir nicht kennen. Das ist, wir hatten das immer schon geahnt, dass sie so groß ist, hatten wir nicht gedacht. Aber jetzt kommt die scharfe Differenzierung, weil wir bei der Zunahme von Radverkehrsunfällen jetzt landläufig tatsächlich von der Zahl der Getöteten ausgehen. Die getöteten Radfahrer sind natürlich alle in der Statistik. Da haben wir keine Dunkelziffer, ich kann mir jedenfalls im Moment keine vorstellen und deswegen rede ich jetzt mal über diesen Aspekt. Warum hatten wir also in den letzten 2-3 Jahren tatsächlich wieder einen Anstieg? Da bin ich auch etwas vorsichtig, weil wir immer auch schon mal Bewegungen nach oben und unten gehabt haben und spreche eigentlich lieber davon, dass wir hier eine Seitwärtsbewegung haben. Das ist sicher schlimm, aber in Anbetracht der Steigerung des Radverkehrsanteils natürlich fast schon erstaunlich. Also ich würde das Licht derjenigen, die in der Verkehrssicherheitsarbeit mitwirken, jetzt mal nicht unter den Scheffel stellen. Es hätte noch viel schlimmer kommen können. Und insofern, ja, müssen wir natürlich noch viel mehr tun. Viele Gründe kennen wir auch oder wissen auch, wo wir anpacken müssen. Eine der Probleme, die wir sicherlich haben, ist das Thema Pedelecs. Das muss ich hier nochmal ansprechen, denn wenn man die beiden Säulen mal nebeneinander hält und guckt, wo kommen die Steigerungen her, dann sieht man in den letzten Jahren durchaus, dass wir bei Radfahrern, also ohne Elektrounterstützung, sogar leichte Rückgänge haben, aber deutliche Anstiege bei den Pedelecs, die sozusagen die kleinen Erfolge, die wir haben, wieder zunichte machen. Pedelecs nochmal ein Sonderthema für eine halbe Stunde, aber es hängt sicherlich damit zusammen, dass wir hier eine ganz besondere Nutzergruppe haben, die zumindest zeigen, dass auch unsere Studien partiell überfordert sind mit diesem Gegenstand. Wie man damit umgeht, ist nochmal ein anderes Thema. Ganz schwierig wird es, wenn wir sagen, wir kriegen eine sichere Infrastruktur für Radfahrer. Daran glaube ich nämlich nicht. Wir haben einfach einen Riesenkonflikt zwischen Pkw, zwischen Lkw und eben schwächeren Verkehrsteilnehmern, die sich auch auf ganz andere Arten bewegen. Und den lösen wir nicht einfach dadurch, dass wir sagen, wir machen jetzt einfach mal viel mehr Fläche für Radfahrer. Erstens ist es ja so, dass ich das nicht nach dem Model Split orientieren darf, sondern nach der tatsächlichen Verkehrsleistung. Und wenn ich die mal nehme, also das, was Autos tatsächlich abwickeln an Kilometer Fahrleistung in den Städten,
dann ist das mal gar nicht so ganz falsch aufgeteilt. Also da müssen wir dann eben eine andere Diskussion führen. Und die wird ja zum Teil auch geführt. Und deswegen glaube ich, wir müssen noch sehr viel mehr Gehirnschmalz investieren und nicht einfach das tun, was zurzeit passiert, nämlich einfach mal so nach Holland gucken und sagen, oh, da haben wir ja protected bike lanes, da haben wir protected intersections und in Holland klappt alles so toll, also machen wir das hier auch. Wir sehen schon die Probleme, die dadurch wieder und neu entstehen, weil es eben nicht so einfach zusammenwürfelbar ist. Und im Übrigen ist Kilometer fahrleistungsbezogen das Unfallgeschehen von Radfahrern in Holland nicht besser als in Deutschland. Also einfaches Abspickeln bringt jetzt mal erstmal nichts. Also ich bin und werbe sehr stark dafür, dass wir uns in Thinktanks mal mehr Gedanken machen, als immer nur uns irgendwelche Schlagworte zuwerfen und uns fragen, wie kriegen wir zwei so sehr grundsätzliche Verkehrsteilnahmearten so zusammen, dass das sicher funktioniert. Da gibt es einige sinnvolle Ansätze, aber ich bin ziemlich sicher, dass man es auch gemeinsam denken muss. Wie gesagt, halbe Stunde Vortrag. Danke. Danke sehr. Danke, dass Sie auch auf die halbe Stunde Vortrag verzichtet haben. Das Thema Pedelecs und vielleicht auch S-Pedelecs kann man sich tatsächlich mal in den Fraktionen mal notieren. Das sage ich als jemand, der selber mit dem Pedelec versucht, immer zur Arbeit zu kommen. Herr Skupin, bitte. Ja, vielen Dank für die Frage. Sie bezieht sich darauf, dass wir in unserer schriftlichen Stellungnahme darauf hingewiesen haben, dass es technisches Regelwerk gibt, was auch die den Planung und den Betrieb von Radverkehrsanlagen beschreibt. Wir meinten hier im Konkreten die Empfehlung für Radverkehrsanlagen der Forschungsgesellschaft für Straßen und Verkehrswesen aus dem Jahr 2010. Hier werden insbesondere auch Vorschläge gemacht, welche Abstände einzuhalten sind, wie breit bestimmte Radfahrwege für bestimmte Zustände und Nutzung sein müssen. Die Chancen, die wir darin sehen, wenn das verallgemeinert und verbindlich anzuwenden ist, ist darin zu sehen, dass wir dann, wenn diese wissenschaftlich fundierten und ausgearbeiteten Vorgaben, Empfehlungen in der Fläche eingesetzt werden, hier mehr Potenzial entsteht für die Kommunen, sich darauf abzustützen. Es entsteht entsprechend eine Kostentransparenz in der Planungsphase. Man kann sich also auch langfristig hier aufgrund dieser technischen Vorgaben darauf entsprechend konzentrieren. Die erhöhte Sicherheit ist hier in der Vorgabe begründet für die insbesondere Radfahrenden. Und deswegen denken wir, wenn man diese Vorgaben verbindlich einführt in den entsprechenden Vorschriften, dass hier ein großes Potenzial liegt für die Sicherheit der Radfahrenden insbesondere. Danke. Vielen Dank. Vielen Dank, Frau Eberlein, bitte. Ja, danke schön. Danke auch für die Frage, weil noch mal kurz zur Vorabklärung. In über 20 das mittlerweile sogenannte Radentscheide, die eben auf lokaler Ebene Fußverkehr, Radverkehr stärken wollen aus einer Bottom-up-Bewegung, also aus der Bürgerschaft heraus. Und die Frage bezog sich ja darauf, wo, an welche Grenzen kommen denn die Kommunen? Und das kann ich wirklich über das Bundesgebiet hinweg sagen, es sind immer die gleichen Grenzen. Das sind natürlich genau die Kommunen, die sich dafür entscheiden, was zu machen und die dann genau an diesen Eckpunkten, die wir hier im Großen und Ganzen diskutieren, da kann es um Leistung des Kfz-Verkehrs gehen, um Vorrang, da geht es um Umwidmung, was hier angesprochen wurde. Das sind genau die zentralen Punkte, an denen es immer hakt, an denen es eben nicht möglich ist, die städtische Raumaufteilung neu zu ordnen, weil sie auf Bundesgesetzgebung festgelegt wird, wie der Verkehr aufzuteilen ist, wer welchen Vorrang hat. Und da muss man ansprechen, ich kann gerne noch mal auf die Innovationsklausel eingehen, die da sehr wichtig ist. Da muss man auch bürokratische Wege abbauen, dass man eben nicht erst nach Gefahrenlage entscheidet und auch nicht nach Vorrang des Verkehrsmittels, sondern wenn wir das umbauen wollen, müssen wir auch von der gesetzlichen Ebene die Möglichkeiten dafür schaffen, dass man aktiv werden kann, um eben Nachhaltigkeit in den Verkehr mitzubringen und eine soziale Dimension. Da kann man jetzt über tausende kleine Beispiele, die das betrifft, die alle hiermit aufgezeigt werden, sei das der grüne Pfeil, sei es eben die Einbahnstraßen, die diskutiert wurden. Das, um das nochmal ins Gedächtnis zu rufen, die Kommunen wollen oft schon mehr machen, sind auch weiter. Und hier in diesem Verkehrsausschuss muss die Grundlage dafür gelegt werden, dass die Verkehrswende gelingt. Dankeschön.
Also was alle Radentscheide verbindet, ist, dass sie flächenhafte Radverkehrsnetze haben wollen. Das hat Frau Eberlein gesagt. Das ist auch genau das Stichwort, mit dem das BMVI am Freitag ins Klimakabinett gegangen ist. Wir wissen noch nicht ganz genau, wie gesagt, ob das da rausgekommen ist. Aber, lieber Herr Gelper, das ist genau auch das, die Frage, was kritisieren wir denn, was hier grundsätzlich fehlt. Wir gehen, das hat Frau Eberlein auch gesagt, davon aus, dass 95% aller Kommunen eigentlich gerne was tun wollen. In den allermeisten Kommunen drängen die Bürgerinnen und Bürger danach und will die Kommunalpolitik etwas tun. Und sie will flächenhaft und schnell etwas tun. Und deswegen bräuchten wir eigentlich noch mal deutlich mehr. Gerade in Paragraph 45 fehlt uns, dass man sagt, grundsätzlich ist eine nachhaltige Stadtentwicklung, Sustainable Urban Mobility Plan zum Beispiel, ist ein Anlass dafür, etwas zu tun. Da würden auch weder die Länder noch die Städte sich Rechte weggenommen fühlen, sondern dann hätten sie den Eindruck, jetzt können wir mal wirklich loslegen. Und dann kann man alles, was Sie hier genannt haben, abarbeiten und sagen, dann muss man wirklich loslegen können, damit Städte hingehen können und sagen, wir wollen unser Verkehrssystem verändern und wir wollen nicht nur Gefahren Abwehr machen. Ich stimme Herrn Professor Brenner selbstverständlich darin zu, dass wir dafür auch das STVG und auf Dauer auch die Länderstraßenverkehrsrechte ändern müssen. Wir glauben aber, da ist jetzt schon mehr zu tun in der STVO. Vielen Dank auch für das Unterschreiten der Redezeit. Und last but not least, Herr Bracher, bitte. Ja, jetzt habe ich ja noch 5 Minuten. Vielen Dank. Die Frage an mich, die ging um das Thema Bußgeldkatalog und wo ist überhaupt das Parken angemessen, wenn ich es recht verstanden habe. Beim Bußgeldkatalog, denke ich, müssen wir davon ausgehen, dass überall dort auch falsch geparkt wird, wo es keinen Punkt kostet. Denn ein Teil der Kraftfahrer, die falsch parken, haben durchaus sehr hohe Einkommen, haben große Fahrzeuge, die ein hohe fünfstellige Beträge wert sind und da macht ein 15-Euro-Ticket oder auch ein 55-Euro-Ticket nicht entscheidend was aus. Deshalb, ich bin Schwab. Insoweit denke ich, nur dort, wo wir wirklich auch mit Punkten kommen, wird wirklich Parken wirksam unterbunden. Die Frage ist aber, wo soll geparkt werden? Wir haben diese Diskussion im Moment mit ganz vielen Facetten. Die jüngste Facette sind die Leihfahrzeuge, diese E-Scooter, E-Tretroller, die jetzt in einigen wenigen, sehr wenigen Städten, an sehr wenigen Stellen in Deutschland, aber dann in Hülle und Fülle auf dem Gehweg liegen und auf dem Gehweg stehen und den Leuten im Weg rumstehen. Das zweite sind die flexiblen Bike-Sharing-Systeme, wo wir in vielen Städten inzwischen entsprechende Systeme haben und die Fahrzeuge auf dem Gehweg oder auf der Straße oder in Grünanlagen abgestellt werden. Und das normale Thema, das wir schon lange haben, ist natürlich, wo werden die Fahrräder geparkt, wie können wir die Gehwege freihalten, ist es angemessen, auch Fahrräder auf der Fahrbahn parken zu können, dort Fahrradständer zum Beispiel aufzustellen, dürfen wir das nicht. Viele Städte sind auf dem Weg und legen, weil Parkdruck herrscht eben und weil die Gehwege zu schmal sind, legen die Geschichten auf die Fahrbahn. Wenn man das Ganze umbaut, ist es unstrittig, dann hat keiner was dagegen. Wenn man es nicht umbaut, sondern nur die Ständer aufstellt, dann wird diskutiert, dürfen wir das, und je nach Straßenverkehrsbehörde wird es so oder so entschieden. Also das Problem ist der große Parkdruck, den wir in den Städten haben. Das Problem ist, dass die Leute nicht in die Parkhäuser gehen. Die Parkhäuser sind außer an Weihnachten eigentlich immer teilweise frei oder ganz frei. Aber es kostet eben auf jeden Fall was. Während man, wenn man auf der Fahrbahn steht, hat man manchmal Glück und muss keinen Strafzettel bezahlen und kommt davon. Also diese Geschichte mit der Regelung des Parkens, Abstellanlagen auch am Fahrbahnrand schaffen, auch flexible Abstellanlagen für diese Bike-Sharing-Systeme nur durch Markierung und die E-Tretroller-Systeme nur durch Markierung am Fahrbahnrand zuzulassen, das, denke ich, sind Geschichten, die man jetzt anschieben muss. Wir haben durch diese Veränderung in Richtung auf Mikromobilität, in Richtung auf Bike-Sharing, in Richtung auf Fahrradnutzung, haben wir eigentlich einfach ein riesiges Parkproblem inzwischen bekommen. Das können wir nicht auf den Gehwegen lösen, dafür sind die Gehwege nicht gemacht. Und deswegen müssen wir da, denke ich, mit unserem Instrumentarium auch die neuen Möglichkeiten eröffnen. Danke. Vielen Dank, wir haben eine Punktlandung quasi erzielt. Das war nur möglich auch durch Ihre tatkräftige Mithilfe. Ich darf mich namens aller Mitglieder des Ausschusses herzlich bei Ihnen bedanken als Sachverständige. Ich fand das sehr, sehr informativ und ich glaube, wir haben alle miteinander eine Menge mitgenommen. Herzlichen Dank.
schließe hiermit die öffentliche Sitzung und darf alle verabschieden, wünsche Ihnen noch einen schönen Tag. Die Obleute bleiben bitte hier. Wir machen gleich im Anschluss die Obleutebesprechung.